wunderschönen Abend. Willkommen zu diesem herrlichen Mittwoch. Schönstes Wetter, Punkt 18.30 Uhr, eine halbe Stunde. Diesmal ein bisschen später. Das wäre sonst ein bisschen stressig gewesen. Ja, die Autobahn, der Verkehr, der Stress. Ja. Und ja, wie ihr seht, kurzfristig, spontan, haben wir heute für unseren Livestream einen Gast. Viele kennen dich vom Weihnachtsmarkt, von diversen Messen oder wenn man an Surfaces denkt. Ja, du bist ja schon von, also ein Urgestein eigentlich. Ja, von Anfang an ziemlich dabei. Ja, wir hatten gestern schon mal, ich glaube 2016 oder 15? 15. 15, ne? 15, genau. Ja. Das ist ja ziemlich von Anfang an von Surface, da wo die mit Automobile gestartet haben, so gesehen. Genau, genau. Und seitdem sind wir so gesehen einmal gekommen und nie wieder gegangen. Wir hatten unser großes, also weißt du noch, wo wir hier den ersten Workshop hatten? Ja. 2018. Das weiß ich nicht, aber ich war damals auch da. Du warst auch da, ne? Ja. Genau. Wir waren mit Jörg zusammen, haben wir hier beide aufgestellt. Hier. Das war legendär, ja. Das war echt cool. Du warst, glaube ich, hier und er hat da drüben polieren oder Beschichtung oder sowas gemacht, ne? Ja. Genau. Ja, wie gesagt, du bist ja auch immer echt auch immer mit dabei, ne? Also Weihnachtsmarkt warst du auch mit dabei. Dieses Jahr Weihnachtsmarkt auch wieder mit dabei. Ja. Also jeder Workshop, jedes Messe, jeder Weihnachtsmarkt war ich immer fast dabei. Genau, also zu neu. Immer wenn es ans Grobe und Praktische geht. Genau. So quasi. Genau, aber stell dich mal vor, also für alle, die dich vielleicht jetzt noch nicht kennen, der Name und wo du herkommst und was du eigentlich machst. Weil du kommst ja auch aus dem Bereich Fahrzeugaufbereitung. Ne? Genau, und mein Name ist Alexander Ginter, also ich bin für Surface tätig, so gesehen mit Schulungen, Messen, Workshops, Produktpräsentationen. Ich komme aus Fahrzeugaufbereitung, seit 2005 machen wir die Fahrzeugaufbereitung und uns war damals nie genug. Wir haben uns immer weiterentwickelt, wir waren auch, weil andere Produkte haben wir kennengelernt und dann irgendwann haben wir uns hier mit Surface oder mit Jörg uns kennengelernt. Mhm. Wie gesagt, das war circa, kennengelernt haben wir uns tatsächlich 2014, 2015, seitdem bin ich ja mit Surface dann unterwegs. Ja. Und genau. Und weißt du noch, wie das zustande kam? Ja. Okay. Aber lassen wir. Ja. Okay. Genau. Also du, ironischerweise, wir haben ja jetzt auch aktuell, also du bist ja eigentlich, das ist ja wirklich spontan, weil du mir gesagt hast, du kommst ja einen Tag vorher. Genau. Aber eigentlich wärst du ja morgen erst da, weil wir ja Fachseminar haben. Ja? Genau. Wir haben so gesehen ins Leben gerufen, so zweitägige Fachseminar für Surface, dass wir allgemein und Fahrzeugaufbereitung, dass wir Produkte zeigen, kennenlernen, erklären, warum, weshalb und wie es manches funktionieren, wie die funktionieren und warum manches nicht funktioniert, wie wir es haben wollen, weil wir eventuell ein falsches Denkweise haben oder eventuell falsches Produkt dafür anwenden, weil wir denken, dass es so richtig ist. Das hatte ich auch hier von meiner Anfangsstadie so gesehen, sehr oft falsch gedacht. Ich habe gesehen, Fleck, naja, gut, mit dem muss es ja funktionieren. Aber warum? Ich habe hier kein Hinterwissen gewusst, warum der Fleck nicht rausgeht oder warum der Fleck rausgeht. Genau. Ich wusste nicht von, keine Ahnung, Alkalien, Lösemittel, ne? Sauer, alkalisch, pH-neutral, was ist überhaupt der pH-Wert und so weiter und so weiter. Das wussten wir. Und alle Vertreter, die zu uns damals kamen, Produkte hergestellt oder Produkte präsentiert haben, haben gestellt, hier, was ist das? Keine Ahnung. Probier's halt aus. Das ist ja für Innenraum. Mach was draus. Zwei Wochen später kommen die, hast du was probiert? Nee, was soll ich da probieren? Ich weiß es ja nicht. Deswegen. Ich kenne das auch. Ich kenne so viele, die haben dann, ich sag jetzt mal, einen Wasserfleck. Wasserfleck auf dem Auto. Ja, alkalischer Reiniger. Weißt du, da wird Allzweckreiniger rausgepackt. Jo, ist halt einfach, es ist falsche Chemie zu diesem Fleck. Genau. Genau. Also gut, aber es gibt ja wieder Kalkflecken oder so. Wasserflecken sind ja auch ja nicht immer Kalkflecke, sondern das kann ja auch ein Chemiefleck sein. Genau. Das ist ja auch die Chemiereste, die auch hier eintrocknen manchmal. Das kann ja auch ja nicht. Und deswegen erklären wir, warum oder wie wir es hier testen können oder probieren sollen, damit wir dann hier bestmögliches Ergebnis haben. Dann. Genau. Ja. Das versuchen wir dann in den zwei Tagen so gesehen. Ist jetzt auch ja der zweite, der jetzt bei mir stattfindet. Also regelmäßig finden die Seminare statt. Ja. Und das ist ja dann auch so dein Ding. Ne? Da bist du ja auch immer vor Ort quasi. Also ihr könnt ihn jetzt quasi sehen, aber es ist schon, er hat schon einen Sprinter vollgeladen. So. Das ist schon sehr, sehr viel Zeug, was hier steht. Ne? Aber wir können ja mal kurz das Thema anschneiden, denn der Lukas, das ist ja, kommt ja nachher auch. Also ist halt zu zweit da. Und der ist auch im Chat und der hat einen ganz besonderen Deal vorbereitet.
Das wird der Alex jetzt auch nochmal posten, also für alle, die jetzt Bock haben, so ein Fachseminar hier, also nicht bei mir, aber generell, ne, zu buchen. Also hier, das wird nicht der letzte sein, denke ich. Also, aber wer vorhat, so ein Fachseminar zu buchen, hat jetzt die Möglichkeit, den mit einem Rabatt zu buchen, aber nur bis zum Sonntag oder so. Der Alex wird das gleich nochmal für euch posten. Also für alle, die Interesse an sowas haben, können sich ein bisschen Rabatt jetzt sichern. Aber du kannst dir mal kurz anschneiden, so, was wird denn alles behandelt und wie der Ablauf so ist. Das weißt du ja, also Fahrzeugwäsche wahrscheinlich zuerst, also ein bisschen Theorie, dann Fahrzeugwäsche, Felgenreinigung, Polieren, Beschichten, aber kannst du ja nochmal kurz. Also wir starten Tag 1 mit Theorie erstmal. Wir gehen die Chemie durch und so weiter, was das hier Flecken, welche Kategorien wir haben, welche Flecken zu wem was gehören, so gesehen, alkalisch, dann säurehaltig und so weiter. Dann gehen wir das Ganze durch. Dann waschen wir das Fahrzeug, Felgen, klar, Teer, Flugrost und so weiter, wie wir das hier richtig waschen, mit bestmöglichen Ergebnissen gesehen. Dann haben wir wieder, also nochmal Theorie, dann gehen wir in den Innenraumbereich so gesehen. Mhm. Dann machen wir das Innenraum fertig so gesehen. Ja. Lederstoff, Kunststoffe, tun wir verschiedenes. Sauger testen, zum Beispiel Tornado saugen. Warum Tornado? Warum zum Beispiel Luft anders ist? Zum Beispiel Pads reinigen und so weiter. Dampfreiniger, Eis, Trockeneis, dann Extraktionsgerät und so weiter und so weiter. Gut, Trockeneis haben wir nicht dabei. Ich wollte sagen, ich hab, also wenn du nicht zufällig. Aber wir kommen halt ja, wir greifen alle Themen an, so gesehen und. Genau. Führen uns zu einem bestmöglichen Ergebnis, so gesehen. Und dann kann sich ja jeder trotzdem entscheiden, wie er denn ja das alles hier weiterführt, so gesehen, sein Unternehmen oder wie er das hier präsentiert und so weiter. Wir geben das Grundgerüst, so gesehen, in den zwei Tagen. Und dann kann er sich hier draus selber trotzdem ja alles hier machen, so gesehen. Genau, auch Thema macht. Polieren, Beschichtung ist ja auch, gut, Beschichtung ist ja gerade bei Surfaces, ja. Riesig. Ja. Ne? Also es gibt ja Dutzende verschiedene Versiegelungen für alle möglichen Oberflächen. Und das ist ja auch so ein Thema, was mit Sicherheit viele interessiert. Oder wahrscheinlich die meisten, wenn sie zu so einem Fachseminar kommen, also, oder? Also muss ich ehrlich sagen, so 70-80% interessieren da trotzdem ja das ja Polieren und dieses Beschichten so gesehen. Polieren vor allem bestimmt das mich gerade mit der Rotationsmaschine, oder? Ja, viele haben Angst halt davon. Ja, ja. Weil viele haben Angst und viele haben irgendwie komplett anderes, falsches Denkweise. Was Lammfeld zum Beispiel unter Rotation betrifft zum Beispiel. Ja. Ich bin von der alten Schule seit 2005 so gesehen, ich kenne halt nichts anderes. Damals gab es nichts anderes, also diese ganzen Extendermaschinen. Kennst du diese alten, diese 5 mm Hub-Extendermaschinen, diese kleinen, kompakten, die so eher so gewabbelt haben als so diese ersten? Also die gab es ja aus China, also vor allen möglichen Dinger. Die hatten noch diese Metallschutzabdeckung da um die. Ja, ich muss halt ehrlich bestehen, wir haben ja schnell eins Exzenter dann ja gefunden. Ah, gut, was heißt schnell? Ein paar Jahre sind vergangen. Ja. Weil ich komme ja aus der Schreinereibereich. Ja. Ich bin gelernter Schreiner und wir haben einen Schleifer so gesehen. Und der war 3 mm und dann konnte man mit dem starten anfangen. Und dann hast du die Hologramme ein bisschen versteckt so gesehen. So, okay. Ja. Wir haben das ja ein paar Jahre das ja gemacht, bis die ganzen dann Maschinen so gesehen, was wir jetzt alles haben, so gesehen, aber, rausgekommen sind. Aber vom Schreiner auf Fahrzeugpflege ist auch ein interessanter Werdegang. Ich meine, ich bin ja gelernter Koch, ich kann Genau, das ist ja auch völliger Gegensatz. Ne? Das ist ja Liebhaber wahrscheinlich und das ist Liebe ins Detail. Das ist auch hier geil bei dir, Detailing verliebt so gesehen, weißt du. Ja, Schreinerei ist ja das Gleiche. Das ist ja beim Schreiner. Und wie unterscheidet sich der Schreiner und der zum Beispiel Dachdecker zum Beispiel? Ja, ja. Bei uns ist Millimeter ein Maß, bei dem Dachdecker ist Zentimeter kein Maß. Also deswegen ist dieses Detail wahrscheinlich, kommt es auch von da. Mhm. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sind wir dann alleingerutscht und naja, sind wir geblieben. Ja, ja. Also es ist wie überall. Ne? Aber ich sag mal, das ist ja auch, ich finde solche Werdegänge echt richtig gut. Ne? Aber ich sag, du hast ja eine sehr interessante Haube mitgebracht. Wir wollen ja heute Abend auch was zeigen und wir sind aktuell bei schon 50 Zuschauern. Also ich sehe eine Haube, ich sehe sehr viele Flecken.
Ja. Aber bevor wir damit loslegen, also ganz kurz, wir haben ja noch zu jedem Livestream haben wir einen kleinen Deal vorbereitet. Diesmal läuft das aber ein bisschen anders, denn ihr habt für den Deal, den wir jetzt haben, der ist schon ziemlich Porno, 24 Stunden tatsächlich Zeit. Das wird der Alex jetzt auch nochmal alles einblenden, tun und machen, sondern, genau, also erstmal bekommt ihr 10% Rabatt bei uns auf Surfaces-Produkte, also Surfaces Only, versteht sich, für Gewerbe und Normal. Und wenn ihr für 50 Euro bei uns bestellt oder ab 50 Euro Bestellwert quasi, bekommt ihr hier so eine schöne Tüte mit reingelegt. Die Tüte ist natürlich jetzt noch nicht so spannend, ist ja klar, ist eine Tüte, aber in der Tüte gibt es einen sehr schönen Inhalt. Und zwar hat eine sehr schöne Samplebox mit 5 Samples und zwar alle drei Polituren, den Glasreiniger und das Hybrid Spray Wax und ein Kugelschreiber und die Haube ist sehr glatt, wie ich gerade feststelle. Genau, also eine Geschichte. Genau. genau, ihr bekommt die Tüte mit einer, also eine schöne Samplebox ab 50 Euro Bestellwert. Zusätzlich noch on top zu dem 10% Rabatt quasi jetzt für die nächsten 24 Stunden bei euch in das Paket quasi mit reingelegt. Ich würde ja sogar sagen, wie der Vorrat, bis der Vorrat reicht, also solange der Vorrat reicht, aber wir haben davon sehr, sehr viele da. Also das reicht in jedem Fall. Und ja, für alle, die für 300 Euro bestellen, haben wir auch noch was sehr Fettes hier. Wir haben das hier, kennst du auch, oder? Ja, genau. Habe ich schon gesehen. Ja, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und zwar das Ding, also war ja so eine Überraschung zu Weihnachten, ne? Ja. Und also ich bin ja so wandern, Outdoor, Fahrradfahren, so, das ist ja so mein Ding, ne? Ich sehe nicht so aus, aber ich mache es schon so, ja? Ich ziehe auch ein bisschen. Ja. Und ich habe das ja, habe ich auch zum Jörg gesagt, das habe ich sehr hart gefeiert. Ne? Ist, bei jeder Wandertour ist das echt am Start. Und zwar, wenn ihr für 300 Euro bestellt, bekommt ihr zusätzlich noch das hier mit reingelegt. Und zwar ist das eine von, also gab es zu Weihnachten. Ich mache die jetzt einfach mal auf. Warte. Oh, das wäre nett. Ja, das ist, Dankeschön. Dankeschön. Genau, also, wenn ihr für 300 Euro bestellt, wenn ihr für 300 Euro bestellt, bekommt ihr nämlich das hier mit dazu. Also einmal eine Weihnachtskarte, das ist ganz wichtig. Für nächstes, also dieses Jahr Weihnachten dann. Ja. Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir auch gleich dazu. Und, aber das Wichtigste ist eigentlich nochmal in dieser Box hier. Also ich muss dir eins muss ich sagen, also designmäßig Killer. Ne? Also das egal. Gut, ich glaube, das kann Karten man ja York das, ja. Ja, immer. Das ist, genau, also das ist das kann man in, einfach. Das, ist, das Ganze, was wir das alles hier macht, das Liebe zum Detail, das ja, ist das ist, Ganze, das ist Killer. Liebe zum Detail. Ist Killer, also. Ja. Ja, und zwar ist es hier diese sehr, sehr hochwertige Surfaces Thermoflasche mit, es ist sehr glatte Oberfläche, also so schwarz bepulvert, sehr, wirklich super hochwertig mit drei verschiedenen Aufsätzen für Kalt- und Warmgetränke. Und auch hier so für unterwegs mit so einem Scharnier, wo man es quasi an die Tasche festmachen kann. Also mit allen Aufsätzen, die man eben so braucht. Und Reinigungsset ist auch da mit dabei. Genau. Also, weil du jetzt hier das Ganze ja noch machst, wir toppen das ein bisschen. Wir legen noch ein Schlüsselband dazu bei 300 und ein Zippo-Feuerzeug. Ein Zippo-Feuerzeug auch? Ja. Ach, das ist ja mächtig, hey. Oder? Ja, krass. Zeig mal, ja. Da ist sogar Surfaces mit drauf gelesen, oder? Ja, holy. Auch ab 300 Euro? Ab 300 Euro. Ja, das ist mal, das ist eine fette Ansage jetzt, ne? Ich würde sagen, das ist, oder? Dankeschön, Dankeschön. Dafür wusste ich jetzt auch nicht, ja? Das ja, ist schon geil. Das ist ja. Überraschung. Komm her. Guter Mann, ja. Also ich würde sagen, für 300 Euro bestellen und, also 300 Euro Surfaces, wohlgemerkt, Produkte und das hier gibt es dann gratis mit dazu, plus die Samplebox, das ja, macht das Paket auf jeden Fall eine ganze Ecke schwerer. Ist ab jetzt 24 Stunden gültig. Genau. Ja, also ihr könnt bis morgen Abend 18 Uhr, 18.30 Uhr sowas, wir haben ja heute eine halbe Stunde später angefangen, ja, könnt ihr das quasi euch sichern. Ich lege das jetzt mal auf Seite, das packe ich nachher wieder schön ein. Und also ich, wie gesagt, ich benutze das selber und mega. Also für jede Wandertour, das ist bei mir immer mit dabei. Also super hochwertig, ich finde das Ding super geil. Der Alex, du hast benutzt es ja auch, ne?
Also Alex, mein Alex, ist zu verwirren mit zwei Alex. Zu viele Alex. Das ist echt zu viele Alex, ja. So, also ihr wisst Bescheid, wir werden das auch nochmal einblenden, der Alex macht das schon, also mein Alex macht das dann. Und ich würde sagen, wir machen ja heute ein bisschen polieren, wir machen heute ein bisschen Beschichten, weil das spannendste Thema ist, wir können jetzt ein bisschen das Thema Rotatives polieren. Nochmal so zeigen. Lampe zum Beispiel. Genau, so. Ich sage jetzt mal jetzt nicht das volle Workshop, also Fachseminar-Thema, aber man kann es ja schon mal anschneiden für alle, die da interessiert sind. Du hast die Haube mitgebracht mit sehr vielen unterschiedlichen Flecken. Wir haben ja hier schon mal einen 3000er Schliff reingemacht, aber du kannst ja schon mal so ein bisschen was sagen, was ist hier drauf. Das finde ich nämlich persönlich auch sehr interessant. Gut, das hatten wir von letztes Workshop so gesehen. Die Teilnehmer wollten das ja wissen, wie das aussieht, wenn es eintrocknet und ob wir das ja so wie Wachs einfach abziehen können. So dann ist das aber auf jeden Fall schon ausreagiert. Ich glaube, der ist schon ein bisschen her, oder? Ja, sind jetzt ein paar Wochen jetzt her, so gesehen, wo wir das letzten hatten. Ja. Und hier kann man das ja sehen. Wir haben das ja ganz normal poliert, beschichtet als erstes und dann haben wir so gesehen hier aufgesprüht mit einem Airbrush-Pistole so gesehen. Dieser Regenbogenschleier. Genau, ne? Dieses Regenbogen, dass das wir. Das war Code Rims, hast du gesagt. Genau, sogar, ne? Code Rims, dass wir sehen, überhaupt, wie, wenn wir das hier sprühen, wie das reagiert. Ja. Diesen Regenbogeneffekt. Das heißt, wir sagen auch hier zum Beispiel bei den Alufelgen, wenn wir es aufsprühen und wir sehen den Regenbogeneffekt, dann sollen wir das hier auch auspolieren, so gesehen. Dann stimmt was nicht. Oder was heißt nicht, stimmt was nicht, sondern wir es nicht gut aussehen, so gesehen. Deswegen bei den Schwarzen immer dann auspolieren, weil du hast ja dann immer so einen Regenbogenschleier drin. Ja. Und der muss dann auspoliert werden. Oder dann genug richtiger lackieren, so gesehen. Mhm. Dann haben wir hier, hatten wir einen Test gehabt, ja, wie sieht es aus, wenn es zu spät ist? Ja. Wenn ja. wir zum Beispiel jetzt eine Schicht aufgelegt haben und kommen erst eine Stunde später zum Beispiel, wie sieht es das ja dann hier aus, so gesehen? Und das ist ja dann Tropfenbildung, ja. hat sich ja zwar trotzdem ja gut gehalten, aber du hast ja dieses hier Tropfenbildung, das heißt, wir sind schon ein bisschen später ja, ja. zum Auspolieren, weil dann haftet es jetzt, du hast ja den Untergrund, du nimmst ja dann, wenn du ein bisschen später bist, dann will sie ja die erste Schicht ja komplett hier aushärten, dann legst ja. du hier oben drauf noch eine und dann verreibst du das und dann fängst du die an zu reiben, okay. das heißt, das ist nicht gut. Die kann sich ja austrocknen, aber du kannst eventuell das gute Bildlichtergebnis ja mehr haben. Mhm, mh. Deswegen solltest du nicht zu spät kommen an der zweiten Schicht zu sehen. Okay. Ja. Und ja, vor allem, also ich finde das ja auch krass, also hier spürt man es und hier ja auch. Also man spürt so richtig diese Unebenheit hier. Ne? Und wir wollten ja auch hier zeigen, dass wir wirklich ja auf was aufbauen, so gesehen. Ja. Dass wir was drauflegen, so gesehen. Das wird hier aufgebaut. Ja. Und jetzt können wir hier auch hier polieren und zu zeigen, wie wir die runterbekommen zum Beispiel. Und wenn wir es hier polieren, wie die Kante oder zum Beispiel der Rand aussieht, dass wir wissen, dass die Beschichtung zum Beispiel weg ist. Es wird ja oft gefragt, wann merke ich, dass die Beschichtung weg ist? Ja, ja. Da können wir eventuell ein bisschen noch zeigen. Wir haben jetzt vor allem hier mal, also wir haben uns bewusst hier auch für einen, also einfach, ich habe jetzt einfach mal so einen 3000er Schliff jetzt hier reingemacht, weil, ganz ehrlich, ich glaube, man kriegt teilweise eher diesen 3000er Schliff jetzt entfernt, wie teilweise hier dann so einen ausreagierten Überstand. Ne? Das ist jetzt schon ordentlich Material, wenn man das ja schon so spürt im Verhältnis. Aber wir können sie einfach mal probieren. Wir können sie ja probieren. Wobei, ich glaube, das Lammfell regelt es einfach halt. Ne? Gut, Lammfell ist ja dreidimensional, der poliert es halt aus und der hat ja am meisten ja der Biss. Ja. Was auch hier viele zum Beispiel auch hier... Viele zum Beispiel gehen auch hier wie bei Extraktionsgerät, sondern bei der Exzenterpoliermaschine, die gehen ja gleich auf die Stufe zum Beispiel, höhere Stufe. Mhm. Mit dem Lammfell muss man halt aufpassen, dass wir zwischen 1, 2 und 3 arbeiten. Ja, also ja. Höhe als 2,5 gehe ich persönlich fast nie. Ich auch nie. Also die 6 habe ich, also kann ich dir an der Hand abzählen, wie oft ich das persönlich benutzt habe. Ne? Was wollen wir mit dem Lammfell erreichen? Wir wollen ja keinen Glanzgrad erreichen. Genau. Wir wollen was hier entfernen, wir wollen was hier schleifen. Das heißt, wenn wir niedriger gehen und lassen die Politur richtig auspolieren, dann haben wir das beste Ergebnis gesehen. Weil die Politur kann hier arbeiten, wenn wir aber zu hoch gehen, dann zerbricht das Korn auch zu schnell. Zu schnell und dann passiert ja, es genau. gibt ja keinen Effekt zu sehen. Genau. Je langsamer, desto Schleifpapiereffekt erzeugt das hier so gesehen. Ja. Mit
Klar, mit dem Lammfell zum Beispiel, hologrammfrei kannst du nie arbeiten. Das funktioniert ja nicht so gesehen. Ja, ja. Das, also wenn du das schaffst, ist man echt ein Künstler. So, ne? Aber da muss man schon Es gibt ja manche, die schwören drauf, ja? Aber mit Lammfell also nicht. Also Rotation muss ja dann ja Bett aufgetragen so gesehen. Es gibt ja von Surface auch hier diese Dünen da zum Beispiel, ja, ja. Können wir das ja machen. Finde ich super. Also du hast einfach so diesen, gerade auf der Rota so diesen, genau, weil weißt die, das läuft einfach super rund, ne? Weil die ja dünner sind, so gesehen, die sind ja näher, mehr auf der Oberfläche, so gesehen, und da ist ja die Kontrolle über das Ganze. Ja, weil ja. Wenn es zu hoch ist, solche, so wie jetzt hier, oder noch mehr höher, plus brauchst du noch ein weiches Teller zum Beispiel, wenn du so weit bist, dann hast du ja nie Kontrolle über irgendwas. Also ja, du musst ja schon eine Kontrolle haben. Und so kannst du das ja auch hier richtig schön führen. Mhm. Weil wenn die Maschine über dich Kontrolle hat, dann wird auch nichts. Also du musst über die Maschine Kontrolle haben. Wie die ersten älteren zwangsangetriebenen Exzentermaschinen, weißt du noch so? Ja. Ey, die haben mit dir gemacht, was sie wollten. So, ja. Er war hier, so Manpower war da hier gefragt. Ne? Ich hatte ja noch eine Flexpolier. Rotation, die war so ein bisschen so. Oh, die ersten, ne? Boah, ey, die waren aber auch gewicht, die war, ne? So breit, so gesehen, das war so mega geil. Das ist ja schon High-End dagegen, ne? Das ist. Also ihr seht, es wird auf jeden Fall heute sehr spannend. Wir werden einmal Thema so ein bisschen Polieren angreifen und vor allem Thema Beschichten. Ultima, also Code Ultima, die neue und das alte ist ja immer noch so ein heißes Thema. Suave sowieso, wo ist vielleicht der Unterschied, kann man ja auch so ein bisschen vielleicht mal kurz anleuchten. Ne? Suave, Unterschied zu Ultima. Und, wir können ja vielleicht halbe machen. Genau, ja bei dem genau. Und also werden heute viel durchnehmen. Ihr könnt ein paar Fragen, also Fragen stellen. Wir gucken, dass wir das natürlich immer innerhalb der Praxis auf jeden Fall mit einbauen. Ich gucke mal ganz kurz nochmal hier rein. Wir sind jetzt tatsächlich... Zum Suave will ich kurz, weil da wo wir haben jetzt ja vor kurzem auch hier gestartet mit Surface so Interviews, so gesehen Fragen zu beantworten und da habe ich auch hier gesprochen mit Suave, Swave. Swave, stimmt. Wir von Surface von Anfang an, ich kenne ja gar nicht der Suave, es steht ja zwar Suave, aber wir sprechen hier als Swave aus und deswegen... Ich kann nichts anderes sagen als Wave. Also ich war bei mir so, ich weiß das eigentlich, aber manchmal so, ich habe da, es ist ja nicht schlimm, Jahre, so wenn du das ein paar Jahre schon mal so aussprichst, so kriegst du das dann so unbewusst nicht raus. Genau, so wie bei mir so gesehen, Wave, ich kriege das nicht mehr raus. Also, es wird ja nur Wave genannt. Also uns Wave, ihr wisst Bescheid. Ja. Wave oder wenn ihr sagt Suave, dann ist das auch okay, dann weiß jeder auch hier, von was ihr redet, so gesehen, aber Wave oder Suave. Oh mein Gott, so gesehen. Das Produkt muss ja stimmen. Es muss funktionieren und nicht, wie man den ausspricht. Ist auch ein Mega-Produkt eigentlich. Nee. Ich finde völlig komplett Understatement. Eigentlich wirklich ein gutes Coating, was man echt zu selten hört. Die Leute gehen gleich immer auf Ultima, wobei das Wave eigentlich mega ist. Ja. Also das ist ja voll für Einsteiger zum Beispiel, das ist ja voll easy einzusteigen mit den Beschichtungen, weil du hast ja viel länger Zeit zum Auspolieren. Genau. Oder hast ja ein bisschen mehr Denkzeit, wenn du jetzt, was mache ich jetzt? Du hast ja Zeit. Ja. Bei Quad Ultima, das ist halt ein bisschen ein Problem. Oder bei Mattlaken zum Beispiel, nicht jeder hält ja dann ihr Bedüllitz dazu gesehen als Lösemittel aus. Oder die Folien. Es gibt ja die Folien, die zum Beispiel auch ja die durchsichtiger sind. Und wenn der Kleber angreift, Lösemittel greifen ja den Kleber. Genau. Ja. Oder halt ja irgendwie ein Gemisch dann daraus machen, so gesehen, eventuell dann reißt das ja das Ganze. Weißt du, es kann sein, dass es sich dann auskärtet und so. Beim Swave kann das ja nicht passieren, weil da sind ganz andere Lösemittel drin, schwächere Lösemittel. Aber funktioniert das? Also das Ding ist auch ja mega geil. Auch also, die Perlen, also eigentlich... Also Perlen, muss ich ehrlich sagen, ab und zu ist das ja geiler wie bei Quad Ultima beim Swave. Ja, aber ist ja so, ne? Gut, ich Haltbarkeit so gesehen, aber wir sagen ja trotzdem ja, ob das jetzt hier, weißt du, auch hier... Quad Ultima und so weiter, nach 2-3 Jahren muss das Fahrzeug wieder erneut werden. Egal, ob du jetzt ja 10 Schichten, 20 Schichten draufgelegt hast, du kriegst ja Mikrokratzer, kriegst du ja rein, so gesehen. Und deswegen, ob das jetzt Quad Ultima oder Swave oder wie auch immer so gesehen, klar, Quad Ultima hält ja viel länger und viel besser aus, ja, so gesehen. Oder stabiler ist das ja, oder kratzbeständiger als das Swave, so gesehen. Aber 2-3 Jahre müssen alle Fahrzeuge... Sollte man trotzdem machen. Werden. Verkratzen ja immer irgendwo so ein bisschen. Und selbst bei so einer Schichtige, wie du sie hier hast, würde ich halt auch nicht von Kratzerschutz sprechen. Das ist klar. Ja. Aber wir haben jetzt schon 55 Zuschauer. Ich gehe mal ganz kurz, vielleicht können wir mal kurz 2-3 Fragen beantworten. Wir schauen mal, was wir hier haben. Also
liebe Grüße an dich von allen. Es sind auch einige dabei, die dich kennen. Sehr gut. So, und ich, wenn ihr Fragen habt, tut mir einen Gefallen, tut, auf jeden Fall macht mal ein paar Fragezeichen dran, dass ist, man das auch sofort erkennt. Unterschied zwischen Code Ultima 2018 und 2020? Ja, das wäre jetzt mal die erste Frage. Ist ja wirklich das, die Frage schlechthin wahrscheinlich, oder? Ja gut, ja. Viele wollten ja so gesehen etwas bisschen härteres ja, Beschichtung, weil... Ja, aus welchem Grund, ich weiß ja nicht, jeder will ja schneller, besser, tiefer zum Beispiel das Fahrzeug haben, so gesehen. Und deswegen haben wir auch hier dann ja, weil wir es hier konnten, so gesehen, ein bisschen was verändern. Bei 2020 wurde mehr anorganischen ja, Polymer reingemacht, damit es ja mehr stabiler ist, damit es ja glatter wird. Stabiler, so gesehen, kratzbeständiger, nicht kratzfester, sondern kratzbeständiger und länger halt hält. Ja. Bei 2018 und es wurde auch hier der Lösemittelanteil ein bisschen geändert. Und das eigentlich eine große Veränderung gab es da so gesehen nicht. Ja, aber das klar, 2018 war schon ein gut funktionierendes Coating. Genau. Und wir haben das ja nur ein bisschen verbessert. Dadurch natürlich, wenn wir was verändern und wir möchten was Besseres oder was anderes haben, damit es hier besser was funktioniert, dann sind sich auch hier gleichzeitig mit der Arbeitsvorgehensweise ein bisschen vielleicht denkt, muss man was ein bisschen anders machen. So, gesehen. Ja, so ja. Wie jetzt ja bei den neuen, bei 2020 musst du halt ein bisschen schneller arbeiten. Genau, aber ja das können wir ja auch nachher mal zeigen. Genau, ja? Weil bei der ersten Schicht ist es ja überhaupt ja kein Problem, dass du ja große Fläche machst. Das ist ja nur, fängt es an bei der zweiten Schicht, weil da geht ja die Beschichtung auf die Beschichtung. Und ist eigentlich, ob das jetzt 2018 oder 20 oder 12 oder wie auch immer so gesehen ist, es geht ja dann Beschichtung auf Beschichtung und das reagiert ja auch hier ganz anders. Mhm. Deswegen sollte man bei der zweiten Schicht immer ein bisschen anders ja vorgehen wie bei der ersten Schicht. Ja. Weil da geht es ja immer noch hier auf dem Lack und Beschichtung. Genau. Und das ist eigentlich alles. Also ja. Wir haben das ja nie ein Problem. Also, ja, gut, ich wenn meine, man das einmal ja, das ja gemacht hat und ein bisschen verstanden hat, dann ist das eigentlich kein Thema. Ja. Also, das ist wenn, also zu Ultima gibt es ja auch nur noch eine Steigerung, das wäre ja dann im Prinzip Forza. So, ne? Was man, von dem man noch nicht so viel hört, aber guck mal. Gut, ich würde sagen, wollen wir... Es wird immer mehr und mehr und mehr, aber... Ja? Ja? wie lassen Sie das? Wenn man ein Fahrzeug, das Ultima, nach 1,5 Jahren neu beschichten will, lässt sich das alte mit der Surface-Finish-Politur komplett runterholen oder muss man aggressiver ran? Was würdest du sagen, 1,5 Jahre mit der Finish-Polish? Geht, oder? Das geht, aber das hängt ja immer davon ab, wie dick man das ja zum Beispiel auch ja die Schicht erlegt zum Beispiel. Mhm. Es hängt ja so viele Faktoren, zum Beispiel, wenn man das ja... Wie soll man das ja richtig erklären? Wenn man das halt richtig macht, zum Beispiel, ja, ich kenn's, ja. Man kann ja bis zu, es ist ja nicht bewiesen und es ist ja, dass wir nur so ein bisschen verstehen, wir können bis zu 1,2 μ zum Beispiel eine Schicht legen, ja. Wenn wir das richtig machen. Man kann auch natürlich ja 0,5 μ legen. Mhm. Also das ist ja dann ja schon ein Unterschied, zum Beispiel, wenn ich eine Schicht lege mit 1,2 μ, ja. Dann brauchst du zum Beispiel 3 Schichten, dass du ja dann 1,2 μ erreichst. Ja, ja. Und dann jetzt, wie viel μ habe ich das hier gelegt, so gesehen? Deswegen lasse ich es ja auch hier ein bisschen dann hier länger stehen, damit es ja auch hier dickere Schicht wird und ein bisschen ja, mit der Technik so gesehen auspolieren, nicht ja, zu ja. viel auspolieren, damit ich ja mehr Material auf der Oberfläche lasse. Dann hängt ja davon ab, wie schnell fährt er, wie oft wäscht er, so gesehen. Mhm. In der Regel reicht das aber mit Finish Polish oder auch ja Cut Polish. Das ist der härtere Lack, weichere Lack, so gesehen. Das kann man so nie pauschal immer sagen. Also ich sage, zwischen Cut Polish und Finish Polish wird ja komplett hier ausreichen. Mit in der Regel schon. Ultrafein würde ich jetzt noch sagen, ja, da kann es immer noch sein, dass man so diese, wenig. Dass man die Reste noch so in den Sicken vom Lack sozusagen hat. Ne? Ja. Ja. Aber Finish Polish und Cut Polish, das sind ja. Völlig. Sollte ausreichen. Aber das ist ja nicht, wenn ihr jetzt nicht glaubt, nicht sagen, der Alexander hat es gesagt, es funktioniert. Nicht. Mein Lieblingssatz auch immer so. Ja. Aber, also nicht alle, sondern ich habe es gesagt. Ne? genau. Wir haben jetzt aber hier, wie würdest du jetzt vorgehen, was wäre jetzt deine Wahl? Also 3000er Schliff, wir wollten ja das hier auch so ein bisschen mal cutten. Okay, willst du jetzt mit Fell arbeiten und roter, ne? Ja.
ich persönlich beginne meistens ja immer, wenn ich ja so Lackdefekte auch hier habe zu sehen. Ja, ich sehe ein paar tiefere sind auch hier so drin. Genau. Da braucht man jetzt eigentlich nicht mit weichem Pad und Finish eigentlich ran. Ne? Also wenn man die raus will, man kriegt ja irgendwann auch so das Gefühl dafür, dass man sagt so, ja, es ist ein bisschen tiefer, da muss man schon mal cutten dann. Ne? Das ist immer so Sache so gesehen. Man startet auch ja oft ja mit dem Exzender. Wie gesagt, das ist ja jedem sein, wie er sich ja dann gewöhnt hat, wie er einen Anspruch so gesehen hat. Ich persönlich starte meistens ja mit dem Lammfell, weil ich möchte die Lackdefekte ja auch hier rausziehen so gesehen. Weil wie entsteht auch hier so gesehen ein Kratzer? Du hast ja einen Bruch. Und das ist ja wie Grand Canyon so gesehen, innen drin. Ja. Das sind ja so seitliche Brüche so gesehen. Und die werden ja weiß durch den Bruch, genau. Weiß durch den Kratzer. Und wenn wir jetzt mit dem Pad hier gehen, der läuft ja nur auf der Oberfläche. Der geht ja nicht in die Tiefe. Und deswegen wirst du immer wieder dann ja mehr sehen. Wenn du aber Lammfell nimmst, weil der arbeitet ja dann dreidimensional, genau. Und der gehen Phasen da rein und diese Canyon, die werden geschliffen quasi und die werden durchsichtiger und dadurch ja durch das, unser Auge wird ja verloren gegangen, das Kratzer. Eventuell ist er noch da, aber der ist ja kaum zu sehen mehr. Ja. Oder der geht halt schneller, tiefer, schneller raus. Ja. Und ich gehe dann mit dem Lackdefekten, naja, Lackdefekten, Lammfell und dann poliere ich das mit dem Exzender. Es gibt auch hier viele Lacke, die fangen wir auch hier mit dem nur Exzender zum Beispiel. Mhm. Mit dem gelben Pad zum Beispiel, Cut Polish, kennen wir auch ein gutes Ergebnis. Zwangexzender zum Beispiel. Wir haben ja früher, wenn wir ja für Autohäuser noch zum Beispiel tätig waren, wir haben ja das ja 70% mit dem Zwangexzender gemacht. Ja. Also Cut Polish, gelben Pad zum Beispiel oder blaues Pad, je nachdem blaues, wie stark verschmutzt ist. Cut Polish kriegst du eigentlich auch ins Finish gefahren. Wenn du ein bisschen länger durchfährst, kriegst du auch mega Ergebnisse. Ne? Du kannst auch hier mit dem gelben so gesehen ins Finish fahren. So, ja. Das ist, es hängt ja von dem Lackhärte dann. Wenn es ja ein bisschen härter ist, dann geht es ja. Wenn es natürlich ein bisschen weicher ist, dann wird es ja von dem Pad ja dieses Jahr ein bisschen matter schlieren so gesehen oder ein paar so Mikrokratzer entstehen so gesehen. Ja, cool. Ich würde sagen, pass auf, du willst bestimmt die Cut Polish jetzt. Du hast ein Fell in der Hand. Also wenn wir zum Beispiel am Fell nehmen, dann Finish Polish sehe ich keinen Sinn. Also ich persönlich. Ja, macht auch wenig. Also wenn, dann will ich ja Ramazamba. Wenn, dann will ich Cut Polish so gesehen, Lammfell und so weiter. Wir können auch hier nur die Hälfte zum Beispiel machen. Ja, ich würde mal so, wir können ja mal gucken. Wir können ja auch nochmal leer schleifen. Wir können ja auch hier nochmal leer schleifen. Ja, das ist ja nicht. Wir wollen ja eh ein bisschen beschichten, das heißt, wir müssen ja eh einen großen Teil polieren. Genau. Aber ich würde sagen, ich gebe dir mal die, kannst du mal ein bisschen, wie du jetzt vorgehen würdest. Wir können ja so das Thema Polieren so ein bisschen anschneiden mal. Ja. Ne? Erklär mal so ein bisschen, also Tropfen, Politur, so, weshalb, warum. Wenn wir jetzt ja zum Beispiel anfangen und wir haben ja zum Beispiel. Geschüttelt habe ich es schon gerade. Ne? Das ist gut. Ne? Einmal gelernt, einmal, ne? Genau. Wenn wir zum Beispiel ein neues Pad haben, wir gehen nicht auf den Pad, sondern wir gehen erstmal auf die Lackoberfläche. Aus einem Grund zum Beispiel, wir können hier die Fläche uns verteilen, weil wenn wir das hier machen, dann haben wir nur stelleweise nass. Mhm. Der Pad muss ja überall nass werden, damit er gleichmäßigen Gleitschliff hat. Zum Beispiel hier sieht man auch hier die Politur. Die perlt ab. Perlt ab. Ja. Und dann setzen wir so gesehen und so haben wir überall komplett nass. Und schön können wir das hier verfahren. Schöne Benetzung der Politur. Genau. Okay. Wenn wir das ja, ich sehe ja oft hier mit dicken Dingen, da machen man so. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Ist ja auch nicht so schlimm, das ist auch hier keine Kritik, nein. Aber ich finde es halt, wenn es ja hier tropfenweise steht und du fährst ran, dann bist du ja angegeben. Ja, ja, ja. Also irgendwann mal hast du hier das Weiße. Vielleicht, warte mal. Ja, eventuell. Und dadurch zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel jetzt einfach hier nehmen und hier kurz einmal so machen, Schon dann haben wir auch hier schön verteilt und wir haben ja keinen Spritzer so gesehen. Genau. Aber das ist halt jedem, wie es ja. Ja, polieren ist so, aber ich finde es immer gut zu wissen, mal so verschiedene Techniken einfach zu sehen. Genau. Und dann pickt man sich das raus, was ich selber für geil finde, so, und dann findet man eh seinen eigenen Weg. Dann, genau, ja? Weil jeder poliert anders. Genau. Also das kannst du nie sagen. Das ist genauso wie bei dem Koch. Ein Rezept, also gesehen, viele Köche und bei jedem schmeckt es anders. Jeder macht die Kartoffelsuppe anders. Genau. Und trotzdem schmeckt es nicht so gut wie bei Oma. Genau. So. Und das ist genauso wie beim Polieren. Wichtig ist ja, dass wir ein Ergebnis haben. Genau. Dass der Kunde zufrieden ist,
nicht wir sollen zufrieden sein, die Kunden müssen zufrieden sein. Weil Kundenzufriedenheit heißt das ja unser Job so gesehen. Genau. Die Kunden müssen ja zufrieden sein, das was du machst so gesehen, sonst kommen die immer wieder. Wenn die nicht zufrieden sind, kommen die nicht. Unausgesprochenes Gesetz. So, ja? Genau. Gut, also bis auf Stufe 1 sehe ich gerade. Stufe 1 fangen wir an, tun wir das ja verteilen und dann gehen wir ein bisschen hoch. Ja. Und dann meistens, ja, bei Lammfell zum Beispiel merke ich oder sehe ich ja viel, ich weiß nicht, ist das ja entweder bei der Schulung oder ist das ja allgemein ein bisschen aufgeregt, wie auch immer, fangen die an, so flächeweise zu polieren. Lammfell ist ja eigentlich ja nicht dafür da, um flächeweise zu polieren. Mhm. Lammfell ist ja dafür da, um millimeterweise zu polieren, so gesehen. Und dann ist es ja, ich persönlich tendiere immer, muss aber keiner so machen, ich poliere nur mit der Hälfte. So mit auf Kante quasi? Genau. Okay. Nicht direkt auf der Kante, aber halt ja nur mit der Hälfte von dem Pad. Und dann habe ich immer das Licht, was ich poliere, weil das, was ich sehe, kann ich nur polieren. Ja. Das, was ich nicht sehe, kann ich nicht polieren. Ja. Warte, ich mache hier so ein bisschen... Weil wenn ich zum Beispiel ja hier poliere, ich poliere hier, aber mein Kratzer ist ja hier, dann kann ich ja nie entfernen. Ja. Weil ich bin auf der falschen Stelle. Und deswegen muss ich ja sehen, was ich hier poliere. Und ich gehe dann auf die Kante. Durch die Politur kann man zum Beispiel sehen. Und ich bleibe auf einer Fläche. Ich gehe nicht weiter. Ich nehme mir das Politur und ich lasse mir dieses Fläche. Ja. Und poliere nur die Fläche. Ich bearbeite die Fläche komplett. Weil du hast ja dann ihr Korn so gesehen und der Korn wird sich ja feiner, feiner, feiner. Dadurch werden auch die Hologramme dann ja feiner. Mhm. Mhm. Dann habe ich, muss ich ja weniger Hologramme entfernen später. Ja. So. Und viele sagen auch ja, das wird ja heiß. Man kann ja viele Schäden verursachen. Nicht bei Lammfell. Nicht Lammfell. Also Lammfell. Wenn ich ja mit dem Pad arbeite, dann hitzt das ja mir viel zu schnell. Mhm. Da mit dem Pad zum Beispiel unter Rotation, da kann ich ja mehr Schäden entstehen lassen. Ja. Vor allem zum Beispiel bei den Kunststoff, lackierten Kunststoff. Genau, genau. Wenn du ein bisschen rangehst auf der Kante, gerade Kunststoff auf Kunststoff. Dann genau. Geht das ganz, und ganz hier schnell, mit dem Lammfell kann man das hier auch hier schön zum Beispiel polieren. Mhm. Auch hier. Ich kann auch hier höher gehen. Ja. An einer Stelle bleiben. Ja, das dauert. Ja, also wirklich. Ist ja zwar warm, aber das ist ja lauwarm. Also das wird ja. Dadurch, und so wird auch hier mein Schleifeffekt hier besser. Wenn wir nicht zu heiß werden. Ja. Wir haben ja früher auch hier Eis genommen, um die Kratzer zum Beispiel zu vereisen. Mhm. Weil wenn der zu heiß wird, dann schwimmt der Lack hier mit. Und der Kratzer auch hier gleichzeitig mit, so gesehen. Und wenn es ja starrt, dann kannst du ihn ja schön auspolieren. Ja, cool. Also deswegen, beim Schleifen, also Kratzer auspolieren, sollte man nicht schnell oder zu heiß sein. Mhm. Wir gehen erstmal schleifen und danach gehen wir auf die Heiß, dass wir dann die Hologramme entfernen und den Glanz reinbekommen. Ja, cool. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, gleich geht's mal los. Wenn wir jetzt auf die Kante poliert haben, zum Beispiel. Wir haben jetzt auf die Kante poliert und jetzt haben wir so gesehen auch hier Rillen da rein. Zum Schluss, wenn ich hier merke, dass meine Politur jetzt hier vorbei ist, dann gehe ich auf die Fläche und dann poliere ich hier die Fläche, dass ich das hier ausgleiche. Und dann kann man auch hier ein bisschen in die Geschwindigkeit gehen, dass wir den Glanzgrad wieder erreichen. Und am besten auch hier eine Achte drehen. Ja. Brauchst du ein Tuch? Ich habe hier eins. Ich hab schon eins. Jetzt wollte ich hier Sidekick machen und dir so zuarbeiten, weißt du? Naja, aber nehmen wir auch hier Allround daraus für die Politur. Wir haben jetzt hier zwei Hologrammen. Das ist aber normal. Ne? Das ist normal, genau. Ja, aber hier ist der 3000er schon quasi weg. Ne? Hier. Ne? Da ist hier. Genau, also ja, hier ist er ja noch und dann hier weg. Und hier kann man zum Beispiel auch hier sehen, dass die Beschichtung rausgeht. Ja. Dass wir hier was aufbauen, so gesehen. Ja. Alex, sieht man das in der Kamera? Dass wir obendrauf was machen. Wo genau? So hier diese, also hier quasi diese Stelle so. Diesen Unterschied, der ist ja jetzt
Ja, ja, okay, okay, gut. Ja, doch, ah, schon besser hier. Krass, ja, ja, doch, sieht man eindeutig. In deine Richtung. In meiner? Ja, genau, da ist gut. Da sieht man schön. Perfekt. Oh, jetzt habe ich es ausgemacht. So. Tja, dann machen wir halt weiter. Ja, also hier oben bin ich immer gespannt mit dem Überstand, wie schön der weggeht, ob man das sieht. Ja. So, dann machen wir den 3000er komplett weg, oder? Bei dem zweiten zum Beispiel, dann kann man ja wieder hier gehen, auf dem Bett, das Material. Ja, ja. Und das ist ja auch Sage zum Beispiel, so wie ich das sage. Starten, kurz verteilen, Schüssel, Schüssel mit dem Spritzen. Genau, genau. Da sind wir wieder, ne? Auch die Maschine am besten auch hier ein bisschen mit Druck halten, ja. Weil wenn die Maschine so läuft, da passiert auch hier nichts dazwischen. Die muss ja schon hier greifen. Aber arbeitest du auch immer über Kreuz, sehe ich, ne? Dass man ja einfach weiß, dass man überall gleich ist. So kannst du das auch hier so sehen. Du machst ja so mal Rillen, dann machst du so Rillen. Ja. Weißt, und so, wenn du das ja kreuzweise das hier machst, so gesehen, dann ist, immer gleichmäßig. Dann ist das ja gleichmäßig. Dann kann man ja zum Schluss besser ja verteilen. Denn wenn du jetzt ja nur an einer so Stelle, dann ja hast du ja so eine Mulde. Und eventuell, das ist ja kaum mit Augen zu erkennen, aber das ist halt ja nur Kopfsache. Halt. Und dann sehen wir, dass es ja ein bisschen die Schichtung ja weg ist, dann tun wir das auf Glanz ein bisschen polieren. Gut, das muss ja nicht von ersten Mal gleich herausgehen, so gesehen. Ja, aber das sieht schon, also so sieht es schon gut aus. Ne? Auch mal mit dem Licht. Ja, ja, der ist auf jeden Fall, ich würde sagen, der ist raus. Ne? Hier sieht man ja hier jetzt eventuell ja, größere Lamm-Hologrammen. Wir können vielleicht auch hier. Ja. Wir können ja auch hier vielleicht probieren mit dem anderen Lammfell, weil wir haben hier von Surface Schwarz und ja, Weiß, oder? Genau. Wir probieren vielleicht mit dem Weißen. Mhm. Vielleicht werden die ja dadurch weniger Hologramme. Ja, lass uns mal gerne probieren. Weil das ist eventuell ein weicheres Bett, weicheres Lack. Und das ist der härteste, also so aggressivste. Okay. Können wir mal probieren, was mit dem Weißen so gesehen ist. Ja. Ich habe das auch noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Zwar ist das meine von uns die Rotaube, aber mit dem Weißen habe ich das noch nie gemacht. Bei dem neuen, wie immer halt hier auf der Oberfläche. Ja, ist ja jetzt ein frisches Pad, da sind wir wieder beim Thema. Genau. Ne? Perlt auch nicht mehr so gut ab, wie man sieht. Ja. Genau. Starten wir bei dem neuen Lammfell. Kann sein, dass es auch hier spitzt, weil es hier noch alles hier offen hat. Ja. Deswegen starten wir langsam. Und hier wollen wir ja nur den Glanzgrad, deswegen gehen wir auch hier auf die Fläche. Na, ich guck gerade mal wegen Fragen. Na? Ja. Hattest du geschaut wegen Code Rims, dass das lagern ist? Aber Ultima und so ist auch alles auf Lager, oder? Okay. Muss nicht immer heißen, dass es sehr weniger wird. Aber das schauen wir mal. Ja. Der Lack ist ein bisschen weicher.
Weißt du, was das für ein Modell ist? Könnt. Das ist nachlackiert, das ist alles. Ach so. Ja, ja. Gut, aber die kriegen wir jetzt mit Xander dann raus, oder? Ja, Xander, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Man kann ja mal beide Varianten machen. Wollen wir hier oben mal drüber gehen und gucken, was hier passiert, wenn wir versuchen, diesen Überstand. Wir schon mit dem Bett machen oder mit dem Lampfeld? Sag du es mir. Wie du. Also hier bist du, weil das Klasse ist ja, du bist ja hier schon mal drüber, ne? Machen und man sieht immer noch die Kante, ne? Also ja. Hier. Das ist Wahnsinn, wie doch beständig das ist, wenn das mal so in der Gänze ausreagiert, das Produkt. Ne? Probieren wir vielleicht mit dem Xander und gelben Pad zum Beispiel, Cut Polish oder blauen Pad und Finish Polish, weil viele fragen ja danach, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, dann machen wir doch blaues und dann Pad sehen wir und Finish Polish. Genau, ne? Weil Lampfehle ja, der sieht ja trotzdem ja ab, so gesehen, so ist das ja nicht. Aber ja. Dann nehmen wir. Wir haben ja auch eine Frage, die ist, ich benötige ein. Für einen Tesla Model 3 Uni-Schwarz eine Versiegelung, was den Lackkratz unempfindlicher macht. Was würdet ihr mir empfehlen, was das Beste wäre für eine Privatperson? Da würde ich eigentlich, also gerade bei sowas würde ich schon sagen, also wenn du keine Kratzer willst, hilft eine XPEL-Folie. Ne? Genau. Muss man leider sagen, also eine Beschichtung hilft da in dem Ausmaß. Dann. Komplett da nicht, also da wirst du nicht mit den Beschichtungen irgendwie komplett kratzbeständig machen, ja. Vor allem bei Tesla Uni-Schwarz. Wo bekannt sind, dass das super empfindliche, weiche Lacke ist. Nicht, sogar bei dem Entfetten bekommt der Mikrokratzer, das Fahrzeug oder der Lack bekommt nur beim Zuschauen schon Mikrokratzer, weil Schwarz-Uni, das ist ein bisschen, musst du halt pflegen. Ja. Und für eine Privatperson würde ich halt ja nur Swayfair empfehlen, trotzdem. Ja, genau. Weil dadurch, dass der eventuell Code Ultima zu stark ist von Lösemittel, dass da keine größeren Schäden entstehen. Ja, also da würde ich dann auch sagen. Schäden nicht, aber halt ja, ja. Es ist einfacher. Ja, also da hilft tatsächlich, wenn man es sicher gehen will, nur eine XPEL-Folie. Ich habe hier übrigens die Frage gelesen, welche Auflagen hat man, um Forza zu bekommen? Da wäre einfach das Beste, eine kurze E-Mail an Surfaces zu schreiben. Genau. Die sagen einem die kompletten Auflagen. Ne? Und dann einfach kurz eine E-Mail schreiben. Der Lukas ist ja, glaube ich, der Lukas irgendwo online. Das, und der Lukas, macht das genau, ja. Der antwortet dir dann. Der kann ja gerne seine E-Mail-Adresse zu dem Thema mal in den Chat posten. Und dann bekommst du alle Informationen zu Code Forza. Genau, ja? Wir geben ja so nicht weiter, weil wir wissen das ja nicht. Das ist ja die Auflage von Pyro. Die gucken auch hier das Region so gesehen. Das ist ja auch hier mit Gebietsschutz und so weiter. Ja, ja. Es gibt ja ein paar Auflagen, was man erfüllen muss. Deswegen haben wir eine spezielle Abteilung dafür, die dafür schaut und kontrolliert. Genau. Tut und macht so gesehen. Wir machen zwar Schulungen und das war's ja. Und das war's. Genau. So, ich schüttel's ja gerade nochmal durch. Ich helfe echt. Ne? Schau mal, wie ich dir zuspiele hier. Ne? Ja. Wir können das ja auch tauschen. Ja, du machst das schon. Ich bin froh, wenn ich es mal nicht machen muss. Ja. So, ich will mich an der Stelle, also wir haben 60 Zuschauer, erstmal einen wunderschönen Abend an alle. Schön, dass ihr heute hier seid. Wie gesagt, Fragen rund um die Thematik Surfaces, Produktwelt und alles drum und dran könnt ihr sehr, sehr gerne stellen. Wir werden heute unseren Livestream-Fokus auf das Thema Polieren und Beschichtung setzen. Genau, und wir haben auch heute sehr schöne Angebote. Das schreiben wir auch nochmal alles in die, in den Text. Ich würde das Angebot heute auf jeden Fall wahrnehmen, ist schon ziemlich Porno. Ja? Mhm. Genau. Ja, würde ich sagen, Finish Polish, blaues Pad. Ja, probieren wir halt aus. Probieren wir mal aus. Wir peilen erst kurz an und schauen, was da passiert, so gesehen. Das nimmt dazu. Aber jetzt schon, noch nicht mal ausgefahren, sieht schon gut aus, ne? Ja, aber so ist, also sieht man auch, ja, dass die ja noch hier bleibt, so gesehen. Genau, das sieht man hier schon, ne? Genau. Also es ist halt schon echt, muss man sagen. Es kann ja sein, dass es hier irgendwo mehr angreift, wo weniger. Aber hier haben wir auch hier den Test gemacht, was passiert, wenn das ja schon austrocknet. Genau. Quasi. Genau. Das heißt, es war auch hier nicht richtig komplett vielleicht verbunden mit der ersten Schicht. Ja, aber man sieht ja auch trotz allem schon sehr gut, dass wir, dass es nicht sofort weggeht. Ne? Also wir haben immer noch Produkt echt auf der Oberfläche. Gerade hier diese Nupsilis hier, ne? die spürt man ja immer noch. Das ist ja ein richtiger Überstand. So, ne? Genau. Ja. Genau. Und ja, wenn wir gut dranbleiben, dann polieren wir das hier bestimmt hier auch weg.
Die Beschichtung ist eigentlich ja dafür da, nicht so wegzupolieren. Ja. Man muss halt immer wieder was machen, klar. Vor allem, wenn die Folie zum Beispiel kommt, wenn dies ja mal beschichtet wurde. Und dann will der Kunde trotzdem ja Steinschlagschutzfolie zum Beispiel, dann muss die Beschichtung komplett runter. Ja. Weil wenn der Aufbereiter oder der Folierer das eh nicht weiß und er klebt seine Folie drauf, kann sein, dass die nicht hält. Das ist ganz, ganz wichtig so gesehen. Das hatten wir auch schon mal mit, also das war auch schon Jahre her bei mir, auch alles beschichtet und was ich auch nicht wusste, dass der dann, also der hatte dann so Werbefolie drauf gemacht und wollte dann zum Wörthersee fahren. Also am Wörthersee, wo er angekommen war, war die Hefte noch drauf. Genau, genau. Das ist also, vom Winde verweht. Man muss mal vorher überlegen, was man drauf macht, so gesehen, wenn das auch hier Fahrzeuge von Firmenfahrzeugen sind, da kommt was drauf, kommt nicht drauf und so weiter. Ja. Da muss man vorher sich entscheiden. So. Also ja. Und wegen auch hier der Folie, da muss die Beschichtung komplett also runterpoliert werden, weil das kann ja dann ein bisschen später nachfolgen sein. Und das ist nicht so immer toll. Stimmt, das stimmt. Das ist alles der Kostenfrage ja, danach. Ja. Das ist halt, naja. Und weil du gesagt hast, diese Punkte gehen schwer weg. Ja, das ist wirklich krass, ne? Ich kriege schon von meinem Garten. Die wollen ja nicht weg. Nee, die sind schon sehr rabiat hier, ne? Ja, hier sieht man noch genau auf diese Kante, ne? Genau. Ja. Und da ein paar Streifen. Ja, ja, die Streifen sieht man auch noch von hier. Ja, so, genau. Aber es geht ja. Ja. Wenn man bis, gut, so extrem lassen wir auch hier nicht. So also das sieht man das ja auch, jetzt, ne, wenn du es applizierst. Genau. Also dann muss man schon sehr schludrig gearbeitet haben. Also wenn man so lässt das Fahrzeug, dann sollte man was anderes machen. Ich wollte so falsche Berufswahl. Ne, dann sollte man halt Wachse machen oder so. Ne, dann, jo. Ja. Ja. So was halt ihr eventuell dann mit dem Lammfeld probieren oder nochmal ansetzen so gesehen mit Politur. Ja. Ich würde mal sagen, du probierst mal auch aus. Na, ja, aber gerne doch, gerne doch. Kriegst du mir auch, reichst du mir die Politur? Ja, ich schüttel sie. Ja, ach, schüttel sie. Okay, okay. Ja. Warte, guck mal, ich mach mal hier deinen Move. Ich bin ja nicht so. Ne? Ja, wir sind jetzt übrigens, weil wir es vorhin ja hatten, ne? Stell dir vor, die erste Stunde ist schon rum. Echt? Hab dir versprochen, dass die Zeit rennt, ne? Wolltest du ja nicht glauben. Ja. Okay. Jetzt. Und wir wollten ja noch Thema Versiegeln durchnehmen, das heißt, tatsächlich müssten wir so ein bisschen Gas geben. Ja, ja. Naja gut, tatsächlich ist es ja mein erstes Livestream, muss ich ehrlich sagen, so gesehen, Videos, Interviews und so weiter, das habt ist ja gesagt, immer was anderes wie ja gesagt, so Livestreams. Es ist nur halb so schlimm, oder? Ja. Ja. Da wolltest du mir nicht glauben und die Zeit verfliegt, habe ich dir auch versprochen. Großer Unterschied zwischen den dreifarbigen Lammfeld. Pads. Von Schwarz. Der Passivität. Ja? Ja? Das ist eine Frage, die ich sehr oft kriege. Die sind unterschiedlich rabiat, ne? Was sind das Weicheste? Weiß und dann kommt Schwarz und dann kommt Orange, ne? Genau, das Schwarze ist der wenig abrasiver, da so gesehen. Ja. Den habe ich ja da hinten irgendwo. Der Weiße ist ja der mittlere. Ja. Aber was wollen wir erreichen, so gesehen, mit dem Lammfeld? Wir wollen ja schleifen. Genau. Und so mit dem, weil wir ja so viele jetzt unterschiedliche auch Poliermaschinen haben, die auch hier Power haben, also mit Exzenter kommst du auch hier momentan auch hier ziemlich weit. Ja. Von dem Kratz zu entfernen und so weiter. Da, ja, persönlicher Favorit ist ja trotzdem der Gelbe oder der Orange, so gesehen, weil du nimmst ihn dann, wenn nichts mehr geht. Nichts mehr geht, so gesehen. Ja. Dann hast du harten Lack, hast du harte Verkratzungen so gesehen oder Verunreinigungen und so weiter und dann musst du Power geben. Ja, eigentlich hier wäre doch mal was, so ein Mikrofaser-Cutting-Pad. Das könnte man doch mal, oder fehlt mir das ja mittlerweile, oder? Wir kommen aus. Ich habe ihn ja ein paar Mal ja probiert von dem anderen Hersteller. Ich bin irgendwie gar nicht glücklich geworden. Ja, aber wenn man so die Fanboys hat, ja? Klar, das ist ja... Man gewöhnt sich an Wahlen,
Ja. Da, wo die Beschichtung oder keramische Beschichtung rausgekommen ist, wusste auch hier keiner, was das ist, wie man hier verarbeitet, ja, auf was man achten muss. Mit der Zeit haben wir uns hier kennengelernt, gesehen oder herangetastet. Ja. Und jetzt haben wir ein Konzept gesehen oder wir wissen, wie es funktioniert. Genau. Vielleicht auch mit Mikrofaser. An Jörg, wenn er zuschaut, und er schaut aber zu, Mikrofaser-Fest. Ich bin ja auch eher so der Roter-Typ tatsächlich. Also, habe ja auch zu einer Zeit angefangen, wo es das ja auch nur so gab, vor 16 Jahren oder so. Jo, Zeit, so lange her, siehst du mal. Ne? Ja. Aber krass, ich bin jetzt hier auch schon ein paar Mal drüber. Ne? Du siehst immer noch hier durch die Politur, immer noch die Punkte hier, ne? Ja. Also Wahnsinn. Also das zeigt uns hier auch hier, dass die Beschichtung hier wirklich tatsächlich hier die Oberfläche anlöst und sich mit der Oberfläche dann verbindet. Ja. Und nicht so wie die Wachse einfach oben drauf liegen und mit der Zeit dann wegwaschen kann. Ja, auch hier vorne hier sieht man genauso, ne? Die kann genau, ne? Schon. Gut, so extrem hat man ja meistens nicht. Nee, also das ist ja schon Ausnahmefall. Deswegen, ne? Normale Einschicht zum Beispiel von Kurt Ultima kriegst du mit Finish und blauen Pads gesehen. Eigentlich runter, ne? Genau. Ja. Jo, nehm ich ab. Ja, gib mal her. Danke dir. Ein bisschen was ist hier noch drin, aber ich denke, das können wir eigentlich lassen. Hier vorne, ne? Eigentlich, ja. Ja. Ja, und hier vorne ist halt echt noch Fabiat. Auch hier, ja, sieht man auch hier die ganze, ja, ganze Bahn, ne? 3000er Schliff eher entfernt, ne? Schneller als der Gedanke. So ein Überstand, ne? Ja, ist schon krass, schon krass. Ja. Gut, aber wir ziehen jetzt einmal durch, oder? Ja, wollen wir die halbe Haube oder die ganze Haube machen? Was ist die lieber? Gut, wir entfernen das Ganze und wir können ja an Wenn du willst, ich kann ja hier mit der Rota finishen. Ja. Du finishst die andere Hälfte mit der Accenta und wir treffen uns in der Mitte. Genau. Das ist doch mal ein Deal, oder? So machen wir das. Ja? Und wir können ja eine Seite mit 12 zum Beispiel machen. Genau. Und wir können ja ein bisschen stehen lassen und auch hier Code Ultimo zum Beispiel. Wir können auch hier dann ja ein bisschen probieren, ja, Zeit zu nehmen und dann ein, zwei Minuten zum Beispiel stehen lassen. Genau. Was passiert. Perfekt. Weil viele sagen ja, das lüftet viel zu schnell ab. Ich kann auch hier holen und schauen, wie viel Luftfeuchtigkeit wir hier haben, so gesehen. Oh, ich weiß es jetzt tatsächlich auch gar nicht. Mein Hygrometer ist Batterie leer. Aber ich hole einen. Ich hole gefühlt nicht hoch. Ja. Da hast du ein Pad für mich zufällig, so ein blaues noch, wo ich mir nehmen dürfte. Und weg ist er. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, der Livestream gefällt euch bisher schon mal. Ich finde das schön. Ich denke, das ist ein schöner Mix aus Praxis und allem anderen. Also ne, Fragen beantworten. Wir werden uns jetzt gleich dem Thema Beschichtung noch zuwenden. Ne? Ich habe eins dabei. Ich nehme immer mit, weil ich will wissen, wie weit ist das hier? Ja, da wird es gleich hochgehen. Ne? Da braucht eine Gedenksekunde. Ne? Naja, aber wird es auch hier nicht der Höhe wie wahrscheinlich so 30, 40 sein. Ja, das ist hier, wie ist hier schön mild. Ist sehr angenehm. Ja. Hast du ein Pad für mich, wo wir... Welchen möchtest du denn? Ein blaues, oder? So ein flaches vielleicht, so passend, blaues. So roter. Ja. Ne? Will jetzt hier nicht die Tüte aufreißen? Doch, kannst du machen. Ach so, ja dann. Die sind alle... Warte, dann gucke ich hier... Ah, nee, doch, nee, das ist ein langes, warte. Ich lunze sie hier mal rein. Was denn? Doch, hier. Fang. Ui. Oh ja, wie ein Ninja habe ich das gerade hier gefangen. So, würde ich sagen, ich nehme mal ein blaues Pad, dann ziehe ich den... Also ich nehme die eine Seite und ziehe das mal mit einer roten nochmal komplett ab. Genau. Na, dann... So. Aber ich nehme hier, weil ich hier mehr... Nimmst du vielleicht die Seite? Achso, ich dann hier quasi... Genau, die hier Seite. Weil da ist ja mehr und ich nehme die Seite und mache das mit dem Aber einmal Finish sollte reichen, oder soll ich dir die Kratzer komplett wegmachen? Nee. Ja, dann machen wir einmal... Also hier, guck mal, hier ist auch hier das Ganze. Da haben wir ja ein bisschen... Ja, dann ziehe ich hier die eine ab, so. Und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte, so. So. Ah!
mit dem ich muss man so viel Überschuss ein bisschen arbeiten. Ja, können wir jetzt schon mal hier ran. Bei mir geht's nicht weg. Bei dir geht's nicht weg. Weil es ja wieder zu schnell ist und zu heiß. Ja, hier, das ist. Das ist ja wieder um das Thema, dass es zu schnell und zu heiß ist. Ja, das ist hier auch, ne? Das ist, also hier diese Überstände, das ist schon widerspenstig. Ja, aber das geht schnell hin. Ja, ich denke auch. Klappt. Ja, läuft ja mal frei unter dir. Nee, das will nicht. Nicht so, ne? Nee. Wenn sie in der Masse ist, dann ist die Abdeckung, als man will, dass man möchte. Hier musst du mit Lampfell gehen. Hier kriege ich das nicht mit dem Exzenter. Ja, also ich bin jetzt hier auch ein paar Mal drüber. Es ist schon widerspenstig, ja? Ja. Kannst du ja mal gucken hier, Alex, ob du das hier eingefangen kriegst, vielleicht mit der anderen Kamera. Was denn? Hier diese Punkte hier vielleicht, das ist auch mal interessant zu sehen auf jeden Fall. Also wo wir immer noch diesen Beschichtungsüberstand halt haben, ne? Mhm. Schon krass, also ich bin jetzt echt ein paar Mal hier drüber gerissen und so, ne? Nix, ne? Und so völlig, völliges Desinteresse der Punkte, dass sie weggehen, so, ne? Und zum Beispiel sowas hier, dieses hier, Schlieren, den kriegst du eventuell auch im Muschel schleifen. Ja, also hier haben denke sich ich, jetzt ja komplett in den Lack hier reingefressen. Also hier denke ich auch, ne, das ist schon hier, siehst du das da? Oh, ja. Mach hier mal so ein X.
Und? Ja, gut, dann gucken wir mal. Ja, ne? Weg? Nein. Nein? Nein, ist ja immer noch drin. Aber ich meine, wenn wir jetzt gleich mit Beschichtung anfangen, ist jetzt nicht schlimm, aber ich würde es trotzdem noch mit einer Finish-Politur quasi einfach drüber gehen, dass wir natürlich hier saubere Oberfläche halt haben. Ne? Aber ich denke, es ist auf jeden Fall trotz allem interessant, mal hier zu sehen, wie rabiat man da tatsächlich ran muss, ne? Dass man das hier wegkriegt. Ne? Also, wenn ihr jetzt hier auch auf Kante hast, ja gesehen drüber, ne? Nix. Also klar, wie gesagt, auf dem Lackoberfläche hast du ja so dick nicht drauf. Das machen wir ja nicht, das kriegt man ja nicht mit einem. Aber so kann man ja schön sehen, dass die Beschichtung auch hier tatsächlich, so wie wir es hier sagen, mit der Lackoberfläche sich ja verbindet. Genau. Nicht einfach legt, dass die sich ja trotzdem ja verbindet, dass die eine Haftung hat und so weiter und so weiter. Nur halt die Schichtdicke entscheidet sich ja dann, was passiert oder wie stabil das hier wird, so gesehen. Ja, das meint man nicht. Ne? Aber du hast es ja vorhin schon mal erzählt, auch mit Felgen auflackieren. Macht ja auch nochmal einen riesen Unterschied, wenn du eine dicke Schicht hast und dann die Oberfläche mit Säure ja malträtierst. Genau. Fand ich auch super interessant, mal zu sehen. Ne? Ich glaube, da steht sogar die Säure immer noch drauf, oder? Ja. Das ist egal, weil je dicker das hier ist, desto säurebeständiger ist das auch hier. Bei der Felge ist das ja ganz wichtig, weil wir haben ja bei der Alufelge werden ja mehr benutzt als alles andere. Ja. So gesehen. Klar, die Front ja auch, aber die Felge wird ja immer auch hier mit der strapazierten Chemie, Säure, alkalisch, dann Bürsten und so weiter, die Bremsstaub richtig, und so weiter, heiß gefahren. Ja. Und das ist und da muss die auch hier halten. Und nur die Schichtdicke so gesehen kann das hier alles hier dann abwehren. Also übrigens, liebe Grüße hier vom Markus Steiner. Markus Steiner. Ja, die Maschine ist auch da hier, ja? Da bist du jetzt bei dir schon fertig, oder was? Ja. Du bist aber so ein Angeber, ja? Naja. Weißt du, ich muss ja. Wir haben ja hier davor ein bisschen was gearbeitet. Ja, du musst es jetzt nicht schönreden, ne? Also normalerweise Kabel natürlich über die Schultern legen, aber jetzt ist ja nur eine Motorhaube hier, also ist ja klar, denke ich. Ne? Nimmst du das mit? Bitte? Kriegst du das da raus? Ja. Ah nee, ich glaube, das ist aber auch hier. Ja, so ein bisschen vielleicht, ne? Aber diese Punkte glaube ich nicht. So,
Ja, das sieht doch hier schick hier aus. Willst du noch mit der Xander drüber gehen oder willst du so lassen? Ah, hier. Es glänzt. Ja? Es glänzt. Das reicht. Einmal frei hier, ne? Gut. Ist doch hier, guck mal, sauber. Ich sehe so im, diffusen Licht, dass es hologrammfrei ist. Ja. So. Nee, wir wollen ja noch das Thema Beschichtung müssen wir auch noch durchnehmen, ne? Also ein bisschen zumindest, ne? Ja. Und wir haben ja schon über eine Stunde jetzt schon, ne? Das ist schon bald eineinhalb Stunden rum, ne? Ja, ich habe dir versprochen, ne? Ja, du hast dass wir das schnell hinter uns bringen. Genau. Ja. Du hast ja gesagt, halbe Stunde ist vorbei. Ja, so weil ungefähr. Hört, war, sieht uns keiner an. So ungefähr war der Wortlaut, ne? So. So, du willst, klebst gerade noch ein bisschen ab. Genau, wir haben ja, wie gesagt, ich will nochmal an der Stelle, wir haben einen sehr schönen, wie gesagt, Deal vorbereitet. Viele haben ja, oder sind jetzt erst dazugekommen, ab 50 Euro Bestellwert bekommt jede Bestellung jetzt die nächsten 24 Stunden eine Samplebox mit dazugelegt, ab mit einem Fuffi quasi, ja, bestehend aus immer noch sehr glatt, einem Glasreiniger, allen drei Surfaces, Polituren in klein. Das heißt, wenn ihr euch nach diesem kleinen, nach dieser kleinen Politur-Session für die Produkte oder beziehungsweise auch für die Polituren natürlich interessiert, dann könnt ihr mit den drei Polituren das natürlich sehr gerne probieren. Einen Kugelschreiber gibt es auch dazu und natürlich nach dem Polieren sollte, wenn möglich, ja auch versiegelt werden. Das heißt, Hybrid Spray Wax, auch in der New Formula, wobei die New Formula ist ja auch schon ein bisschen länger als auf dem Markt. Gab es ja immer so zwischendrin. Genau, ab 50 Euro gibt es quasi diese schöne Samplebox in dieser schönen Tüte hier mit dazu. Wird dann automatisch bei jeder Bestellung mit dazugelegt. Da haben wir echt viel da. Ich denke, ich bin optimistisch, dass das auf jeden Fall reicht. Und ab 300 Euro Bestellwert, ich habe es extra ja schon mal hier hingelegt, gibt es diese sehr geile Thermoflasche auch noch on top dazu mit drei verschiedenen Aufsätzen und Feuerzeug und Schlüsselanhänger. Manche kommen ja die Samples auch noch hier dazu oder kommt der nur das? Nee, die kommen dazu. Die kommen dazu. Ist ja so, genau. Ja, genau. Das war ja irritierend. Ich habe ja bei dem ersten Mal nicht ganz verstanden, so gesehen. Also, nee, die dass die Samples noch dazu kommen. Die Samples kommen auch noch dazu. Also das ist, ich habe ja gedacht, ja, nur die Flasche willst du das ja reintun bei 300 Euro. Oder? Nee, die gibt es ja auch noch, weil die haben ja die 50 ja auch schon geknackt, so quasi. Okay, genau. Jetzt. Und ein schönes Zippo gibt es dazu und diesen Schlüsselanhänger gibt es auch noch dazu. Also schon würdest du auch bestellen, oder? Ja. Würdest sogar du bestellen, ich mach oder? Das jetzt gleich. Machst du auch direkt, ich will auch eine. Aber nur wegen der Flasche, oder? Ja, ja. Ja, schade. Ne? Beides. Genau, beides. Alex blendet, also mein Alex, das ist so verwirrend mit euch Alexen überall, ja. Sorry. Blendet alles jetzt nochmal ein. Ich würde da zuschlagen, solange wie es geht. Ja. Gut, würde ich sagen, Thema Beschichten. Entfetten müssen wir noch, ne? Genau. Vor dem Entfetten brauchen wir auch ja Handschuhe. Erstmal. Ja, ja, warte, ich stelle mal die hier schon hier hin. Und Handschuhe, ja. Soll ich dir welche holen? Hast du welche? Was frage ich eigentlich, wenn man im Sprinter hier ankommt, oder? Ja. Genau. Für alle, die sich übrigens auch für so ein Fachseminar interessieren, ein zweitägiges, Alex postet das dann auch nochmal in die Kommentare. Wir könnten nämlich sparen. Ich glaube, 10% auf so ein Fachseminar jetzt übers Wochenende. Glaube, ja. Also vielleicht für alle interessant, die diesen Livestream hier gucken und sich auch für die ganze Produktwelt sozusagen ja, interessieren. 10% ist auch viel Geld. Ist ja auch viel, ne? Also ist, finde ich, ein guter Deal. Ne? Ja. Man bekommt hier einiges. Und also ihr seht den Umfang nicht, aber hier ist schon der Sprinter war sehr voll, sagen wir es mal so. Genau, geht auch 2 Tage. Und genau. Ja. Übers Wochenende, genau, könnt ihr auch nochmal sparen. Also Wochenende ist ja Donnerstag und Freitag. Donnerstag und Freitag. Ach genau, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, glaube ich, oder? Nee, oder war das? Das geht ja nur Donnerstag und Freitag. Ach, sorry. Ach so, stimmt, genau, über den, ja, ich war schon bei Freitag, ich bin so verwirrend. Wir machen das ja, genau, also jeden Mittwoch gibt es ja Livestream und nicht am Freitag. Ja, ich weiß, es ist Zeit ist so ein Medium, was, ja. Im Zeitlauf. Ja, ja, das läuft an mir vorbei. Ja, ich war echt, egal, also die nächsten 2 Tage auf jeden Fall, so genau. Genau, Donnerstag und Freitag machen wir das ja, das ist ja nicht am Wochenende, sondern unter der Woche, also unter der Woche, zum Ende der Woche, klar. Perfekt. Kann man sich auch ja genau gleich. Du postest das nochmal, den Text, oder? Ich habe jetzt vorher schon mal den falschen Text gepostet, das
Upsi. Upsi. Naja. Egal, wir sind, kannst du hier. Themenwechsel. Wie sieht's aus? Jetzt steht ja neuerdings hier auch Step 1 und Step 2 drauf. Ja, weil es wird ja immer wieder gefragt, welche oder viele schreiben sich ja mit dann Eding und so weiter, Step 1, Step 2. Wir haben gedacht, wir erleichtern das Ganze. Ja. Und auch es gibt ja auch nicht viel viele Platz Fragen so gesehen. Es wird auch hier nicht mehr gefragt, ob es jetzt Step 1 oder Step, was ist Step 1 oder was Step 2 genau. ist. Ja, wenn wir es ja poliert haben und wir haben ja nun unseren Glanzgrad und auch hier die Kratzerentfernung so gesehen erreicht haben, es gefällt uns so, wie es aussieht, müssen wir dazu mir noch entfetten so gesehen. Selbst auch hier bei unseren Polituren, was wir auch hier sagen, Wachs- und Silikonfreie, trotzdem gibt es ja diese Bindungsmittel. Also es sind Aluminiumoxide, zwar mit Wasser, aber es gibt ja trotzdem mehr Öle, die sich ja das Ganze muss ja, eine das ist einfach Form bringen. Und wenn wir es ja polieren und so weiter, es wird auch hier, ja, wir müssen halt entfernen, so gesehen. Ja, ja. Ganz wichtig bei den fremden Polituren zum Beispiel, dass wir reine Oberfläche haben. Weil wie wir auch hier sehen, wir bauen eine reine Oberfläche, dass wir uns verbinden können. Wenn hier noch irgendwas drauf ist, eine Polymerschicht oder Wachsschicht oder Silikonschicht, kann sich das Zeug nicht miteinander verbinden. Das liegt dann oben drauf und wäscht sich halt darunter, so wie der normale Wachs, plus, minus. Wird er vielleicht auch irgendwo halten, bei manch einer Stelle, wo es ja sauber ist und bei anderer halt Stelle nicht. Und dann kann sein, dass es dann ja, naja, so. Ja, das ist ja wie wenn der Trendspray auf dem Backblech tust, halt auch nichts mehr. Genau. Sehr so, gut. Mit dem ersten, das ist ja Surface Cleaner Ultima. Was brauchst du denn? Ah, Tücher. Tücher. Der Klassiker. Okay, ich tue das mal auf Seite. Oder warte, ich häng's mal hier so dran. Ne? Genau. Brauchen wir eh gleich hier, wir benutzen von Surface so gesehen auch hier Premium Buffing Towers. Ist ja auch hier mit Absicht 3 Stück auch da. Weil für den ersten Step, Cleaner Ultima, brauchst du nur einen Tuch. Und bei den Größenordnungen von dem Fahrzeug so gesehen, wird durch das Neutere die Mikrofaser schneller nass. Deswegen kann man mit dem dritten nachreiben. Okay. Die sind ja schön weich. Haben auch lange Seite und kurze Seite. Das ist ja perfekt, wenn was ist, irgendwo noch hier auspolieren muss. Ja, ja. Wir machen das einfach so zum Beispiel auch hier. Wir gehen das dicke Front zum Beispiel, sprühen komplett ein. Lassen auch hier kurz stehen zum Beispiel, dass es einwirkt. Sprühen aufs Tuch und dann wischen wir ab. Okay. Hier ist das ja in dem Moment so gesehen bei Cleaner Ultima. Egal. Aber meinst du, ob es jetzt ein bisschen drauf bleibt oder was? Genau. Also wenn es jetzt hier noch ein bisschen schlieren bleiben, so gesehen, das ist schon sehr egal, weil wir kommen ja trotzdem noch mit der Neutra. Ja. Aber wenn es ja bei der Neutra zum Beispiel so austrocknet, dann haben wir ein Problem. Wir denken ja, es kann ja sein, dass wir noch Beschichtungen auftragen, dann nochmal auspolieren und es geht weg. Nein. Die Schlieren, was ja das Nasse dann eintrocknet, die bleibt unter der Beschichtung. Okay. Und die kriegst du nicht mehr raus. Ah, krass, okay, okay. Die musst du dann ja wieder rauspolieren. Ja, ja. Das heißt, bei der Neutra so gesehen, richtig schön sauber arbeiten einfach. Sauber, ne? Genau. Bei Ultima ist das ja okay. Aber ist auch jetzt schon direkt stumpf, ne? Also die merkt man schon deutlich, dass sich da was tut, ne? Dann steht die andere Seite. Aber das Cleaner Ultima ist ja kein, also ist ja nicht, ist ja so eine Art Vorreiniger sozusagen. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen leicht alkalisch, oder? Meine ich jetzt aus dem Stegreif. Wir haben jetzt so gesehen uns überlegt, wie wir das am besten hier sauber machen. Man kann das ja mit einem so gesehen Reiniger machen, aber das ist immer das Problem, dass du eventuell, also in zwei Schichten kommst du besser oder sauber kannst du arbeiten. Weil wenn du ja nur mit dem einen Tuch so gesehen arbeitest, und stell dir mal vor, du hast ja hier noch Haufen Polierreste. Ja. Und wenn du das ganze Auto machst, hier vorne hast du noch Polierreste, hier hast du eventuell Motorhaube, zwei Kotflügel eventuell sauber bekommen und den Rest schmierst du ja nur. Ja. Und zweimal zum Beispiel einen Mensch zu bringen, zweimal mit demselben Reiniger zu arbeiten, ist halt nicht jede Sache so gesehen. Ja, ja, ja. Einer, der das hier zum Beispiel so Detailer und so weiter, die werden eventuell das machen, aber viele werden es halt nicht machen. Ja. Weil Zeitersparnis, ja, das einmal reicht es hier. Selbst hier sagen, ja, das brauchen wir ja nicht. So gesehen, ja, ja. Genau, genau. Und
Die bei Ultima, und dann haben wir gesagt, wenn wir zweimal reinigen, dann können wir auch hier zweimal zwei verschiedene Soxene Reiniger machen. Surface Cleaner Ultima zum Beispiel, der löst alle Silikone und Wachse. Ja. Und das Neuter neutralisiert das, was das Ultima nicht geschafft hat, zum Beispiel. Das ist ja sowieso, so wie du sagst, das ist ja so wie quasi so wie Seife, ja. Öle, Wachse, so wie jetzt zum Beispiel auch hier Kleidung haben wir zum Waschen. Und das ist ja mit dem Alkohol, dass wir das nochmal alles ja neutralisieren, selbst auch hier das Cleaner Ultima. Ja. Ja. Und dann haben wir ein sauberes Oberfläche. Perfekt. Auch einfach drauf sprühen, stehen lassen, dass es aktivieren kann, aufs Tuch so gesehen. Und dann, hier muss es aber richtig gewischt werden. Also hier darf nirgendwo nass bleiben. Ob man das jetzt hier kreuz, links, rechts geht, ja, oder Kreisbewegungen, das ist eigentlich vollkommen egal. Jedem selbst überlassen. Ne? Genau. Danach kontrollieren wir zum Beispiel die Oberfläche mit der Lampe, ob es irgendwo noch Hologrammen vielleicht rausgekommen sind oder durch das Mikrofasertuch zum Beispiel Kratzer entstanden sind und so kann weiter. Ja, durchaus oder immer durch mal die sein, Politur, ne? Zum Beispiel ungewollte Hologramme so gesehen oder ungewollte Füllstoffe geworden sind durch das hier Polieren. Es gibt ja immer wieder so gesehen. Ja. Dass die ein paar Kratzer dann hier zum Beispiel oder Kratzer, die entstanden sind, so gesehen, aufgehen durch das Reinigen. Das kontrollieren wir einfach halt schnell. Ja, und dann schauen wir mal dann weiter. Ja. Ich glaube, da hier sind ein paar so leichte Hologrammchen so ein bisschen ja, reingeschnittert. Hier und hier. So, ja. Naja, hier sind auch ja noch ein paar leichte Hologrammchen. Ja, das ist ja hier. Das ist ja nur zur Demonstration. Leute haben gesehen, dass sie da sind. Ja. Genau, also polieren ist jetzt ein bisschen anders so gesehen. Das würde man jetzt auch anders daran gehen, aber es ist zumindest jetzt mal vorbereitet sauber für die Beschichtung, die wir drauf haben. Genau. No? Aber wir haben ja schon auch hier sowas hier gehabt. Es war ein Fall. Wir waren mal so eine Schulung so gesehen. Ich und Jörg waren damals noch dabei, wir haben ein komplettes Auto, sollte ein paar Schichten mehr drauf geballert werden auf dem Fahrzeug, sind wir rein und die Jungs haben das Fahrzeug vorbereitet und haben bei der Stoßstange so gesehen, halbe Stoßstange, nicht so wie jetzt hier, waren voll Hologramme. Wir haben aber angefangen zu beschichten so gesehen, weißt? Und bei dem Beschichtungsvorgang haben wir gemerkt, scheiße, Hologramme, was will ich machen? Aber wir haben damals, ja, das war ziemlich von Anfang an, wir haben hier getestet und wir wollten 10 Schichten drauflegen. 10? 10. Ja, ja, macht keinen Sinn so gesehen. Aber wir haben dann ja so gesehen, nach der 6. Schicht, also 5. Schicht zu Ende abgewischt haben, haben wir die Hologramme nicht mehr gesehen. Na krass. Genau. Das heißt, das hier, was wir jetzt hier als Hologramme so gesehen sehen, wenn wir genug Material aufbringen, können wir die verschwinden lassen. Wäre doch mal ein Versuch auf X. Ja, das wird, also, ja, hier muss halt ja dann ja aufgebaut werden. Ja. Also ihr könnt ja gerne mal, wäre ja eigentlich mal so eine Idee für den nächsten Stream, wenn du dann mal da bist. Ne? Könnt ihr mal eure Meinung sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind 60 Zuschauer. Ob wir nicht mal vielleicht einfach mal so einen Versuch starten können. Ob wir die Beschichtung, hier, ob wir dann ja die Hologramme zu entfernen kriegen. Genau, genau so. 10 Schichten auf so eine Fläche. Ob es jetzt natürlich Sinn macht, wenn nicht, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist völlig Sinn surreal. Macht das ja keinen ja. Aber wäre mal interessant herauszufinden, das könnt ihr sehr gerne mal hier in den Live-Chat reinschreiben. Der Alex steht hier, der kontrolliert das sehr fleißig. Ja. Genau, also schreibt das ruhig mal rein, dann könnten wir das mal wirklich so als Livestream-Thema einfach mal machen. So 10 Schichten Ultima Gibi. Ja. Wir gucken einfach mal, ob wir sowas dann beseitigt kriegen. Können oder? Wir vielleicht probieren, ja klar. Das wäre mal spannend. Also nicht. No? Ja. Gut, was machen wir aber zuerst? Zum Beispiel, das ist ja genau das Gleiche. Zum ja. Beispiel, viele diskutieren wir sehr oft beim Alufelgen beschichten zum Beispiel. Ja. Schwarz. Muss man vorher polieren oder nicht polieren? Muss man, wenn wir Airbrush lackieren, muss man eigentlich vorher nicht polieren. Wieso? Weil durch diese Dicke da lassen wir es ja auch hier die Kratzer hier verschwinden. Mhm. Ja, aber da braucht man immer Übung. Ne? Weißt du, wie es ist? Ne? Silber es ist ja überall, aber ja? Man, Übung braucht man überall. Genau. So ist es ja nicht so gesehen. Man kann ja nicht hier anfangen und dann bist du der Beste so gesehen. Es gibt Lackierer so gesehen, die lernen das Ding 3 Jahre lang führen diesen hier Büro aus. Verstehst du? Ja. Und da kann man nicht ja von Anfang an hier kommen und gleich die Schwarze lackieren. Silber ist ja kein Problem oder Matte zum Beispiel ist ja kein Problem. Für jeden Lehrer ist es ja fast zu bestehen. Aber schwarz, ja, aber
Stimmt. Aber es funktioniert. Ja, ich sehe, wir haben, also müssen wir auf jeden Fall mal vormerken, so Themen, ja? Wo fangen wir an? Was machen wir zuerst? Wir können zum Beispiel hier Swave machen. Da fangen wir mit Swave mal an. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen so ein paar Tipps nochmal so vielleicht für den Auftrag geben, generell jetzt vielleicht so für den Endanwender so. Es sind jetzt mit Sicherheit einige dabei, die überlegen, das sich jetzt zu holen, wegen dem krassen Angebot. Und dann kann man so ein paar Tipps ja gleich mal mit an die Hand geben. Ne? Zum Beispiel, dann nehmen wir das hier Swave. Ja, das Ultima, genau. Ah, genau. Perfekt. So, das ist immer dabei, so gesehen, wir haben es das ja schon aufgemacht. Es ist immer dabei, einen Coating-Booklet, so gesehen. Da kann man immer sein Fahrzeug zum Beispiel reinschreiben oder von Kundenfahrzeug reinschreiben. Mhm. Alles, was man da zum Beispiel gemacht hat, wann es gemacht hat. Zum Beispiel, das ist auch gut, wenn du sowas da zum Beispiel bekommst, wenn, es, ja. wenn der Kunde bei mir das gemacht hat und er kommt zu dir mhm. und du kannst das ja nachlesen, was alles gemacht wurde ja. oder wer das gemacht hat. Und dann weißt du eventuell, ob das ja, was war oder nicht war. Hier ist auch eine kleine Anwendung zum Beispiel zum Applizieren, wie man das hier macht. Das sind auch hier ein paar verschiedene Sprachen zum Beispiel, Deutsch und Englisch, Technische zum Beispiel, Daten von den Beschichtungen, wie und was, weshalb, warum. Mhm. Das, ich glaube, ich habe ich gar nicht gesehen. Also das ist ja nicht so, so alt, ne? Nein, das ist ja neu, so gesehen. Ah, okay. Das ist ja, gut, ist nicht lange, ist schon nicht neu, aber ist ja nicht lange dabei. Ein Aufkleber zum Beispiel kann man sehr machen. Zwei Applikationstücher sind dabei zum Applizieren. Natürlich die Flasche selbst mhm. und ein Applikator. Deckel sind aber auch neu, kann das sein? Die? Beim Zwölf sind die immer so. Nee, ich glaube, ich habe das so ein bisschen genuppelt hier. Es sind auch hier kindersicher. Ah, kindersicher. Das ist ja, man muss ja bei solchen Produkten ja Kindersicherung mhm. haben, dass der Kind nicht aufmachen ja, kann. Ja. Weil wenn er das ertränkt, eventuell ist das ja. ein bisschen. Ja, ja. Hier stehen auch hier diese ganzen ja, Gefahrstoffe zum Beispiel, ist auch hier ätzend ja, für Lungen, weil es ja Lösemittel sind, ja, ist ja natürlich aber entflammbar, weil es ja mhm. Lösemittel können ja brennen, so gesehen. Und hier steht auch hier ganz, ganz, ganz wichtig, diese Pfeile. Ja. Was ist das? Tja, da kommen wir zum Thema Lagern, ne? Ja, viele, ja. viele beschweren sich, dass es eventuell ausgelaufen ist durch den Transport und so weiter. Wie auch immer so gesehen, oft bekomme ja. ich ja Videos, die schieben aus der Schublade so liegend und sagen, ja, ist mir ausgelaufen. Natürlich, das ist ein Produkt, die mit Lösemittel, flammbar. Und wenn es ein Druck entsteht, wo will er raus? Durch den Deckel. Und wenn es liegt, dann fließt auch hier die Chemie raus. Deswegen haben wir auch hier überlegt, so gesehen, dass wir auch hier diese ganzen Pfeile hier schreiben. Bei 100 ml stehen auch hier Pfeile, wie man das hier richtig aber lagert. Hochkant. Genau. Ja gut, die 100 ml Flasche ist auch hier ein bisschen größer geworden. Ist ein bisschen anders geworden, so gesehen. Die steht auch hier fast so. Die ist aber noch hochkant. Genau. So ein bisschen hochkant, aber breiter geworden. Und da sind ja die Pfeile und wir müssen es ja immer so lagern. Genau. Weil dann steht auch hier die Flasche dann so, dann kann der Druck entgehen, so gesehen, und die Chemie oder die Flüssigkeit bleibt auch in der Flasche drin. Mhm. Perfekt. Wir können auch hier zum Beispiel applizieren mit dem Applikator und den Tüchern. Oder wir nehmen auch hier zum Sehen hier Spong. Ja. Sponge. Ja. Sponge, Spong, wie auch immer. Was machen wir? Mit was machen wir? Ja, mach doch mit dem, wir machen eh doch die halbe Haube, dann lassen wir den Sponge machen, oder? Sponge machen. Machen wir Sponge, oder? Weil so funktioniert das auch viel schneller. Und auch bei Schwarz Uni empfehle ich zum Beispiel den Sponge. Okay. Sponge, weil? Sponge. Weil es ja auch hier Mikrofaser weich ist, ist ja hier auch hier zwar Mikrofaser und auch hier weich ist, aber trotzdem, wenn du das ja mit dem Applikator das machst, ja, hast du hier, ziehst du gerade Linie. Und wenn es hier irgendwie bei dir Staub war, oder wenn es ja ein bisschen, naja, Durchzug und so weiter, da kommt Staub ja. eventuell bei Schwarzuni, weißt du selber, du schaust an, der kriegt Kratzer. Genau, genau. Beim Ziehen kann sein, dass es ja auch hier ein paar Mikrokratzer entstehen können. Müssen nicht, aber genau. es kann ja passieren. Zur Risikovermeidung. Genau. genau. Und mit dem kannst du das ja viel schöner das applizieren. Ja, du kannst auch ganz andere Flächen nochmal so ein bisschen machen, ne? Dann ist es einfach einen Tick schneller auch nochmal. Ne? Schneller, genau. Ja. So, dann fangen wir mal an. Ja, tun wir das hier mal schön auf Seite. Die Produkte haben wir bitte nicht schütteln und weg von den Augen aufzumachen. Weil es kann ja sein, bei dem Transport ist es geschüttelt wurde und kann sein, dass... Ja, oder auch Temperaturunterschied, der vielleicht entsteht. Genau. Das ist ja ein bisschen gemacht. Mhm.
Und wenn es dann spritzt, so gesehen, kannst du dir ins Auge spritzen. Und naja, wird nicht schön. Ist nicht so geil. Fallen mir viele andere Dinge an, die schöner sind. So. Haben die paar Fragen? Hat man als Gewerblicher Zugriff auf die Sicherheitsdatenblätter von Surfaces? Hat mich bislang im Gegensatz zu Sonax und Polytop davon abgehalten, das eine oder andere Produkt zu testen? Ja, einfach halt eine E-Mail schreiben. Also Sicherheitsdatenblatt, die sind ja nicht ganz frei, so gesehen. Doch, die sind ja frei erhältlich, so gesehen, aber man muss bei der Bestellung zum Beispiel E-Mail schreiben und dann bekommt ihr die ganz normal, so gesehen, per E-Mail. Genau, geliefert, genau. Jetzt bei Sonax kann man sie zwar runterladen, aber einfach per E-Mail kriegt man alle Sicherheitsdatenblätter, die man braucht, möchte. Genau. Also das ist ja eigentlich total entspannt. Ne? Genau. Sicherheitsdatenblätter muss man auch hier eigentlich vor Ort haben, so gesehen. Das ist auch hier, da steht auch hier die Notruf zum Beispiel Nummer, wenn was passiert, das, wo man hier auch hier anrufen kann. Nicht 112. Ja. Da steht auch hier eine richtige Nummer, genau. So gesehen, wo man auch hier Informationen holen kann, zum Beispiel, wenn was passiert oder wie man es reagieren muss. Und auch hier zum Beispiel, auch hier die Behörden zum Beispiel, wenn kommt ja Berufsgenossenschaft oder wie auch immer, wer da jetzt hier kontrolliert das Ganze, kann er auch hier verlangen, so gesehen. Ja. Die Sicherheitsdatenblätter muss man dann im Betrieb haben, ob das hier elektronisch oder auch hier ausgedrückt, das ist ja von den Behörden so gesehen abhängig, aber die muss man eigentlich parat halten, ja. Haben. Ja. Und ich sag mal, das ist ja auch Thema Sicherheitsdatenblätter, muss man auch sagen, das ist, finde ich, bei deutschen Herstellern insgesamt einfacher ranzukommen, weil bei uns natürlich die Richtlinien anders sind, wie wenn ich jetzt irgendwas aus, ich habe keine Ahnung woher, wo man die Sprache nicht mal spricht, ja. Wo es auch bei Englischen schwierig wird, tatsächlich. Ne? Ja. Deswegen einfach eine E-Mail schreiben. Ist doch das Entspannendste, was es gibt. Ja. Genau. So, Servus zusammen, das wäre schon mal interessant mit mehreren Schichten, ob die Hologramme dann weg sind. Ja gut, das machen wir bei dem nächsten Mal. Genau, das wäre sehr hart, ja. Kann man das Ultima auch mit was? Exakter und super weiches Pad auftragen, statt mit der Hand? Wäre doch auch mal für eine Testhaube was. Achso, der meint mit Poliermaschine. Nee, das kann man nicht auftragen. Also habe ich auch noch nie probiert. Das wird auch nicht funktionieren. Hast du es mal probiert? Nein, habe ich tatsächlich nicht probiert. Aber gut, für uns allein Kopfsache so gesehen, es funktioniert nicht. Weil du brauchst eine gewisse Masse auf der Oberfläche, damit es stehen bleiben kann und damit es reagieren kann. Und wenn du das jetzt aufträgst, wir tragen das jetzt auf zum Beispiel und lassen es stehen, es wird ja tatsächlich, kommt es ja, der löst ja die Oberschicht von dem Lack und er setzt sich und er baut ja dann, ja, trocknet ja dann aus. Und je länger es ja dann ja steht, desto dicker wird auch die Schicht. Das hängt auch ja davon ab, wie du es ja natürlich abträgst. Aber wenn du es ja mit Maschine holst, du kannst ja keine Schicht aufbauen. Und wenn es ja zu dick, zu wenig wird, dann wird eventuell dann reagiert das viel zu schnell. Und dann trocknet ihr aus, dann kannst du es eventuell nicht mehr auspolieren. Ja. Ja. Und das wird zu 99% nicht funktionieren. Ja, ich meine, das ist ja bei der Hand, ganz ehrlich. Es kann ja sein, dass es jetzt eine, das ihr macht, so gesehen, und bei dem funktioniert das, aber, ja. Aber das ist nicht der Regelfall. Gestern hat ja einer angerufen aus Bulgarien, so gesehen, der hat ja irgendwie bei dem Boot zum Beispiel angefangen zu irgendwas zu machen, weiß ich nicht, sage ich ja, mit Wischen muss es ja besser funktionieren, weil Wischen kannst du es ja besser beim Boot zum Beispiel, beim Gelcoat reingehen, wenn du wie nur auf der Oberfläche was laschen tust. Ja, ja. Das muss ja Verbindung geben. Ja, und da denke ich, ist auch so ein Sponge gerade nochmal ein Ticken geiler. Ne? Das ist ja voll einfach. Ja, ist mega. Wir nehmen Material, so gesehen. Gerade am Anfang natürlich ein bisschen mehr, bisschen das Material saugt ja auch. Ne? Geben wir dann eine Schlange und da sehen wir auch hier, dass es hier glänzender wird, hier matter. Wir machen Schlange, damit wir besser Material zu verteilen haben. Genau, überall gleichmäßig viel dann, ne? Genau, und dann gehen wir einfach links, rechts. Irgendwann hören wir auf, weil das Material muss ja verarbeiten. Ja. Ausruhen so gesehen. Und jetzt können wir dann eher stehen lassen. Jetzt können wir probieren, ein bisschen länger stehen lassen. Wie lange würdest du es ablüften lassen, so aus der Erfahrung heraus, so, oder generell, wie lange willst du es ablüften, sagen wir es mal so. Gut, beim Swave
Ja. Lassen wir tatsächlich so gesehen, kann ich bis zu 10 Minuten stehen lassen. Bei der Temperatur, was wir jetzt hier haben, bei 20 ja, Luftfeuchtigkeit. Und 23%. Ne? 23 Luftfeuchtigkeit kann ich ja bis zu 10 Minuten stehen lassen. Das heißt, ich würde ja so eine Motorhaube zum Beispiel machen und zwei Kotflügel noch auftragen. Ja. Und erst dann fange ich die an auszupolieren. Das muss aber eine geübter sein, so gesehen. Ja. Man kann auch hier ein bisschen stehen lassen und dann einfach ganz normal auspolieren. Lieber eine gute Schicht, aber dünnere, genau. Wie eine dickere, aber schlechtere. Okay, okay. Gut, würde ich sagen, das sieht, orientierst du dich jetzt so ein bisschen am Regenbogenschimmer oder genau. Einfach? Wenn es ja zum Beispiel, wir können auch ja so merken zum Beispiel, wenn es ja sogenannten weiche Lacke so gesehen sind, so wie jetzt bei Renault, will er aber niemanden angreifen. Ja. Also weichere Lacke zum Beispiel, so wie Renault, Opel, Hyundai, Kia, die haben ein bisschen weicheren Lack so gesehen, dann sieht man einen Regenbogen und es kann ja sein, nach einer gewissen Zeit verfliegt das ganze Material. Mhm. Das heißt, da müssen wir ein bisschen schneller arbeiten. So wie bei BMW, deutschen Fahrzeugen zum Beispiel, Audi, das kann ja bis zu gewisse Zeitpunkte erstehen, aber das Material darf nie eintrocknen. So wie jetzt hier zum Beispiel, hier ist ja dünn aufgetragen und hier fängt es an, sie zu trocknen. Ja, sieht man. Ja, ja. Dann heißt das ja, das luftet sich ab und dann wird es ja so wie hier dann aussehen. Ja. Und du wirst es ja nicht mehr schön verarbeiten können. Und wenn es dann ja trocknet, dann fängst du dann aus zu polieren, dann kann sein, dass es dann so ein matter Film mitzieht. Ja. Und das, du kriegst das ja nicht so hologrammfrei raus, weißt du? Genau. Genau. Deswegen ist das ja, naja, nicht lange warten, auch beobachten, so gesehen, was passiert, was nicht passiert. Ja. Und wenn ihr merkt, auch ja nach 3 Minuten lüftet sich schon ab, dann ja. Einfach abziehen. Genau, ich will nicht jetzt 10 Minuten warten. Weil ich ja so ein guter Hiwi bin, ich habe sogar die Tücher schon mal rausgeholt. Ja? Du bist der Beste, ja. So macht Spaß. So. Ja, wir haben auch unseren Mann der Stunde schon da. Du, Lukas, wir haben ganz viele Fragen zum Thema Fachseminar. Da müsstest du dich denen mal anwenden. So, ja. Frage ist, willst du es im Chat machen oder traust du dich auch vor die Kamera? Musst halt nur dein Surfer-Aces-Oberteil anziehen. Ich brauche ein Mikro, oder? Genau, Mikro machen wir. Alex, wir werden die bitte Sprache ins Oben. So, stell dich mal vor, du bist der Lukas. Ja, ich bin Lukas. Jung, gut aussehend, motiviert und hast einen langen Weg hier gehabt. Ja, ich gebe mein Bestes, komme jetzt gerade aus Dresden. Ich mache den Vertrieb bei der Surfaces. Dementsprechend auch für die Fachseminare zuständig. Genau. Für Forza, für alles. Genau, also Thema Forza haben wir uns schon drauf geeinigt. Da waren auch schon natürlich wieder Surfaces. Ja, ich war gerade auf der Autobahn, als gesagt hat, Lukas, der schreibt jetzt hier die E-Mail in den Chat. Erstmal auf den nächsten Rasthof, schnell die E-Mail rein und schnell weiter. Wie sich das gehört, Maximaleinsatz. Ja. Genau, ein Thema, also Forza haben wir gesagt, sollen sie per E-Mail fragen, aber Thema Fachseminar. Ja. Da ist ja dieser Thema, klar, Kostenpunkt kommt natürlich auch auf. Willst du da vielleicht ein bisschen was sagen oder möchtest du das auch eher per E-Mail machen? Nö, kann ich sagen. Also je nachdem, was die Fragen sind. Also Kosten. Genau, also wir haben es ja, wir haben uns ja, also wir sind ja gerade dabei mit diesen 10%, haben wir ja gesagt, bis Freitag. Also nein, morgen, übermorgen war das. Nee, bis Sonntag. Ja, doch, bis Sonntag. Bis Sonntag. Ich habe das im Auto gehört und war wieder unfähig, irgendwas zu tun. Das Seminar, was morgen anfängt, das ist von Donnerstag bis Freitag und diese ganze Aktion läuft bis Sonntag. Also doch bis Sonntag. Ja, wir haben uns jetzt. Ich glaube, der Alex hat das zwischendurch kurz falsch verstanden, hat verstanden, dass du über das Seminar redest, was morgen anfängt. Und dann war nee. Außer Alex möchte bis Sonntag da sein. Will er nicht. Will er nicht. Genau. Nee, ansonsten, also genau. Wir haben ein Angebot. 10% könnt ihr jetzt sparen, wenn ihr auch dafür interessiert. Genau. Geht 2 Tage, ist zusammen mit dem Alex. Immer, ja. Immer. Genau. Und kostet. 679 Euro, minus 10% in dem Fall, ist kostendeckend, also wir verdienen nichts dran, unsere Intention ist nicht an dem Seminar irgendwas zu verdienen, logisch, dementsprechend haben wir es so günstig wie möglich gehalten, es ist auch günstiger geworden im, im Vergleich zu der Vergangenheit, da hat es mal 995. Irgendwie so. Ja, dementsprechend haben wir alles ein bisschen angepasst. Das war früher ein Tag, jetzt sind 2 Tage, kostet weniger. Es gibt eine gerammte Urkunde, es gibt auch so eine Sample-Tüte mit allen Samples, mit dem Zippo. Essen, Verpflegung. Essen, ist Verpflegung auch gibt inkludiert. Es. Genau, Getränke, Essen, also ist ja, habe ich ja nur alles drumherum gesagt. Eigentlich. Also genau, und so einen dicken Ordner gibt es. Genau, den Ordner, der ist super, den kann man auch mit nach Hause nehmen. Ich weiß gar nicht, haben wir vielleicht irgendwas?
Hast du schon gesagt, alles gut, gerade wegen Ordner, genau. Ist noch im Auto. Ja, egal, ist halt ein schöner Ordner im Surfaces Design, wie sich das gehört, genau. Wo man halt auch später dann nochmal alles im Seminar ein paar Notizen reinmachen kann und später halt auch nochmal alles super nachgucken kann, wenn man irgendwie später, weil in so einem Seminar, man merkt sich vieles, aber nicht alles. Und dann sitzt man halt irgendwann an der Hand und denkt sich, ja, wie war denn das nochmal? Das hat doch der Alex mir so schön erklärt. Und dann guckt man in diesen Ordner rein und hat es halt nochmal. Genau. Auch zum Weitergeben an Mitarbeiter, vielleicht nicht allzu verkehrt. Ja? Besser wäre, sie natürlich zum Seminar zu schicken, aber falls, falls das nicht der Fall ist, dann haben sie wenigstens einen Ordner. Genau. Genau. Ja, und ab und zu findet er auch hier dann wieder statt. Also wir haben ja jetzt erst einen, aber grundsätzlich finden die auch regelmäßig hier statt. Und wer da Interesse hat, genau, die Standorte, das wäre bestimmt auch interessant. Wir probieren das in Deutschland, deutschlandweit zu verteilen. No? Wir haben jetzt, ja, jetzt Zeitlos, danach ist Stadthagen, das ist bei Hannover. Wo ist denn danach? Bei dir schon wieder, ne? Ja, dann ist, glaube ich, wieder gerade, es steht alles auf diese, unter diesem Link, stehen die Termine auch drauf. Dresden haben wir mit drin, alles Mögliche halt. Wir gucken halt, wo die Anfragen herkommen, die dann auch in dieser Region dann immer Seminare stattfinden zu lassen. Österreich ist das nächste. Uff, okay, ja, gut zu wissen, oder? Nicht weit von mir. Ja. Ja, perfekt, also E-Mail einfach direkt an dich. Dann hast du die E-Mail schon gepostet? Entweder an die Vertrieb, an die Info, an meine, die ich in den Chat reingeschrieben habe. Schreib's doch gleich nochmal rein. Schreib's doch gleich nochmal rein, genau. Genau, genau. Einfach an uns irgendwie, das kommt schon bei mir an. Perfekt. Super. Genau. Würdest du sagen, wollen wir abnehmen? Wir probieren's. Nee, Alex, du brauchst den Kopf schon zurück. Wenn er mich nochmal braucht. War doch schon jetzt ein bisschen drauf, also das läuft. Das ist jetzt ein bisschen länger ja, drauf. Ja, aber guck mal hier, das geht noch, denke ich, so gerade so. Ne? Das sehen wir dann gleich. Erstes Tuch nehmen wir und nehmen wir das überschüssige Material ab. Wie gesagt, beim Swave ist das ja... Swave? Ist das ja. Einfacher. Das erste Tuch nehmen wir ab, nehmen wir das zweite und gehen in leichte kreisende Bewegungen, um das Material besser zu verteilen. Und jetzt ja ohne Druck, ohne gar nichts zu sehen, gehen wir Rand und dann gehen wir rein. Danach kontrollieren wir mit der Taschenlampe natürlich. Die, ach hier unten klippt so. Genau. Ob es? Ja, einwandfrei hier. Ja. Auch hier im indirekten Licht, also ihr seht es nicht, wir sehen es, sieht man auch, dass da hier jetzt keine Heißkurse oder ähnliches sind. Ne? Weil wir haben es ja jetzt ja ziemlich lang gehalten, ja. So gesehen. Da waren ja doch hier viel mehr Hologramme. Guck mal. Ja, so hier in der Mitte ist ja kaum Hologramme. Ja, die sind schon so gut wie weg. Ne? Da hier sieht man jetzt ein bisschen diese Fragmente noch. Ja, klar, ja. Aber halt hier in der Mitte, da sind ja Hologramme fast ja kaum zu erkennen. Ja. Da ist einwandfrei, muss man echt sagen. Ne? Und wenn wir das ja ein paar Mal aufbauen, so gesehen, dann wird es besser. Willst du hier Code Ultim auftragen? Das kann ich auch hier, das mache ich auch hier ein paar Tage schon. Ja, so ab und zu ist es schon mal vorgekommen, ne? So. Ja. Gut, ich meine, das Set ist ja gleich, ne? Muss man jetzt, müssen wir nicht nochmal zeigen. Muss man nichts sagen, wahrscheinlich. So. Hast du noch einen Sponge? Ich würde auch so einen Sponge würde ich schon präferieren. Ja, klar. Wie war das vorher? Gut schütteln, hast du gesagt noch. Gut schütteln, genau. Gut schütteln, genau. Und vor den Augen aufmachen, damit es hier schön reinspritzt. Wie war das gerade? Und am besten noch hier probieren, wie es schmeckt. Ob es ja noch gut ist oder... Ob diese Zimtnote so rauskommt. Genau, genau, genau. Kinder nicht nachmachen hier, ja? Wir machen nur Spaß, wir machen nur Spaß. Also ich mache auch natürlich, klar, am Anfang neuer Sponge. Ist ja auch nicht meine Flasche. Ich kann großzügig sein, ne? Ich mache, was du willst. Genau. Da sind wir wieder bei der Schlange. Genau. Wie lange lässt du das 20er Ultima in der Regel drauf? Ich mache auch hier die ganze Motorhaube zum Beispiel auf einmal. Ich auch. Ich auch. Aber poliere es ja nur die Hälfte hier aus. Mit dem ersten Tuch. Mhm. Und mit dem zweiten Tuch. Und erst dann gehe ich auf die zweite. Ja. Weil wenn ich das ja, wenn ich so eine lange Mercedes-Haube habe, bis ich das mit dem ersten Tuch auspoliert habe, hier kann sein, dass er mir eintrocknet. Ja. Deswegen mache ich dann ja schon Stück für Stück. Aber damit wir ja dieses Schattenflecken ja zu vermeiden, dann ziehen wir auf einmal ein. Mhm. Weil wir sehen ja zum Beispiel, das wird ja Farbvertiefung gehen. Geht das ja in die Farbvertiefung, dass wir das ja vermeiden. Ja. Ich trage ja bei Code Ultima zum Beispiel die Motorhaube auf. Bereite mir die Tücher ja vor und wische das ab. Ja.
Damit es, wie gesagt, lieber habe ich eine dünnere Schicht, aber dafür eine schönere, wie eine dicke. Und die ist nicht so gut. Die hat ja Schmieren zum Beispiel. Die Luft zieht sich auch hier schnell ab. Klar, bei 24% zum Beispiel. Regenbogenschleier bildet sich. Genau. Bei 24%, klar, du kannst ja dann viel länger stehen lassen. Ja. Wenn du aber 60% hast, oder 80%, das wird dann knapp sein. Ich habe halt hier mit der Halle auch viel Glück. Na, das muss man auch sagen. Die ist schon gut isoliert. Also das ist natürlich, wenn du jetzt in der heimischen Garage das machst oder so. Na, oder dann noch eine halbe Stunde vor Gewitter. Genau. Na, wenn die Luft auch so steht, weil man das hier auf, ne, wenn der Schweiß schon vom Stehen läuft. Dankeschön. Ja, ist halt auch sehr entspannt. Also deswegen weiß ich ja gar nicht. Ich habe auch schon ein paar Flaschen leer halt. Das ist, ja. Ich habe halt auch zu einer Zeit, also ich persönlich habe zu einer Zeit angefangen, du sowieso, ja, aber wo ja jedes Coating schwer war. Es gab ja, also da hast du ja so kleine Zipfel hast du ja gemacht, nur, ne? Die gab es ja auch mal. Ne? Ja, die erste auch hier, die Beschichtungen von Surface zum Beispiel. Das erste Ultima. Das, ja. Die Legende des ersten Ultimas, ja. Jeder kennt es, das war ein bisschen schwieriger, ne? Also das, die war auch hier nicht der zum Beispiel so wie jetzt sehr glatt. Weißt? Das würde ich ja gar nicht mehr machen. Aber da war das erste Wave, war ja als Topping so aber gesehen. Hat auch so funktioniert, das weiß ich auch noch. Ja. Genau, und das war es ja eigentlich. Ja. Ja, kein Hexenwerk, ne? Eigentlich. Ne? Wenn du das hier in dem Zeitrahmen das hier machst, so gesehen. Genau, aber für Gewerbetreibende, das ist halt ein Gewerbetreibend-exklusives Produkt, man hat es ja gesehen, das war ewig drauf. Genau. Und da hier, wenn man da nicht im Zeitcluster bleibt, wenn man da mal eine Stelle vergisst, also man hat ja hier die Orgien gesehen, die wir betrieben haben, das runterzukriegen, und wenn man da wirklich so einen riesen Überstand hat, hört sich jetzt so trivial an, ne? Aber das ist, wenn man manchmal so ne? Also mich haben ja auch schon Leute angerufen hier, ich habe eine Beschichtung geholt und für die Anleitung wäre das gar nicht gelesen. So, ne? Ich habe das ganze Auto eingeschmiert. Es geht aber irgendwie nicht mehr runter. Vielen Dank. So, ne? Dann sind wir ja beim Thema. Ne? Genau. Und das ist ja das so berühmte Bermuda-Dreieck. Das ist ja meistens ja hier bei den Motorhauben, weil viele fangen dann ja so an und hier fangen die auch hier so an. Und hier bleibt es hier. Wenn die Halle noch ein bisschen dunkler ist und der Lack so ein bisschen mitspielt, kann sein, dass du ihn ja komplett vergessen durch. Und dann fährst du raus oder, und dann siehst du das. Oder in das schon beschichtete Bauteil Überwische. Genau. Und dann siehst du das Tuch, die Wischbewegung vom Tuch, genau. Und das bleibt. Das muss man halt ja aufpassen an beiliegenden Bauteilen zum Beispiel. Immer kontrollieren, dass da kein Überschuss kommt und so weiter, dass es da tiptop rauskommt. Weil wie wir gesehen haben, so wie du sagst ja, wenn es eintrocknet, dann ist es ein bisschen eventuell schwieriger rauszubekommen. Genau. Genau. Ja, würde ich sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, haut die jetzt ruhig noch raus, denn wir machen das tatsächlich, wir sind 2 Stunden schon, ich habe es versprochen, geht schnell. sind jetzt fast durch und ich denke, das ist auch eine gute Zeit für einen Cut, wir müssen noch ein bisschen aufbauen. Ja, ansonsten gibt es noch so einen Tipp, was muss man jetzt zum Schluss vielleicht, so als Frage von mir an dich, dass du ja beantworten könntest. Auto beschichtet, ist ja ganz klar, kein Wasser. Wegen Schockaushärtung. Also kein Heating checken, auch nicht hier irgendwie groß mit ohne Handschuh rumpopeln und so, weil man hat ja Feuchtigkeit an den Händen. Sowas wie Hydro-Seal würde ich jetzt auch nicht drauf machen, direkt danach. Ne? Ist ja eigentlich auch wasserbasiertes Produkt, da hat man dasselbe Problem ja wieder. Ansonsten hast du auch noch so Tipps, wo du sagst, was sollte man jetzt tunlichst vermeiden, wenn ich jetzt... Vermeiden? Ja gut, von Staubscher schützen, von so wie du alles erzählt hast, Wasser, Fettflecken, Fingerabdrücke und so weiter. Was wir aber zum Beispiel ja für Sommer tun könnt, damit der Kunde mehr zufrieden ist zum Beispiel, wir brauchen ja 24 Stunden, damit es ja wasserfest ist. Mhm. Und 10 Tage bis 2 Wochen, die komplette Aushärten dauert es ja. Je nachdem, bei manchen ja schneller, bei manchen ja weniger so gesehen. Hat aber auch ja nichts mit der Temperatur zu tun, sondern es hat ja wirklich nur mit der Zeit zu tun. Mhm. Also die braucht ja wirklich nur Zeit. Ja. Das kann man auch ja nicht beschleunigen mit irgendwelchen UV-Lichter etc. etc. Die braucht nur wirklich die Zeit. Mhm. Was wir zum Beispiel hier machen können für Sommer, dass wir die Fliegen zum Beispiel, weil die Verunreinigung so wie Fliegen und so weiter, die müssen ja schneller weg während dieser 2 Aushärtewochenzeiten. Was wir drauf machen können, zum Beispiel 365er Spaycoat, das können wir nach 2 Stunden schon auftragen, als Opferschicht. Nach 2 Stunden, weil das ist auch hier mit Lösemittel und 365er Spaycoat kann nach 2 Stunden drauf.
den Hydrosil, was du erwähnt hast, den kann man nach 10 Stunden zum Beispiel. Okay. Weil nach 10 Stunden ist es ja schon so fest, plus ist es ja kein reines Wasser, so gesehen, du trägst auf und du polierst hier aus. Du legst das Material ja auch hier nicht drauf. Okay. Du trägst da drauf und du bildest ja nur eine Schicht drauf. Das kannst du nach so 10, 12 Stunden so gesehen. Das heißt, zum Abends polierst du das Fahrzeug. Ja. Morgens kannst du zum Beispiel mit Hydrosil zum Beispiel bearbeiten, auch hier als Opferschicht. Ja, cool. Das ist schon mal auch gut zu wissen. Ne? Ja, das ist sicher. Dass man da nicht unbedingt in diesem 24-Stunden-Cluster dann bleiben muss, sondern dass halt eben so die Hälfte der Zeit schon fast wo reicht. Ne? Genau, weil 365er, der hält ja gute halbes Jahr. Aber du würdest aber auch sagen, dass man schon, wenn möglich, so 24 Stunden trotz allem warten sollte, wenn es draußen regnet. Also wetterabhängig würde ich schon, wenn die Möglichkeit besteht natürlich. Wenn es Möglichkeit besteht, so lange wie möglich das Fahrzeug zum Beispiel in der Halle stehen lassen. Genau. Weil wir haben ja zum Beispiel einen Fall gehabt, der Kunde ruft am Sonntag an, sagt er, ja, ich habe ja gestern hier beschichtet, Kunde holt am Sonntag das Fahrzeug. Ja. Der hat ja das Testfahrt gemacht und das war, so gesehen, hat er ein paar Fliegen abbekommen. Mhm. Natürlich, die Beschichtung ist ja frisch, so gesehen. Klar, sind ja 24 Stunden vorbei, die kommen dahin und die Fliegen haben sich ja komplett hier eingefressen. Der hat ja wieder das Fahrzeug reingenommen, hat es poliert quasi. Und danach hat der Kunde zwei Wochen in der Halle stehen lassen und nicht fahren. Und jetzt hat er ohne Probleme mit Fliegen und gar nichts, also es gibt keine Abdrücke, gar nichts so gesehen. Es ist tatsächlich, muss man halt dann ein bisschen aufpassen. Ja, das Wichtigste halt einfach. Und dann, oder halt dann das Opferschicht so gesehen, anzubringen. Das ist dann, sollte sich an diese Zeiten einfach schon halten. Genau. Die hinten draufstehen, das steht ja hier also überall drauf eigentlich. Die stehen überall hier drauf, so gesehen, und an denen muss man ja ein bisschen orientieren, weil die sind nicht für irgendwas da, sondern tatsächlich, damit das hier jeder zufrieden ist dann. Ja, ja, perfekt. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir Fragen haben. Ja, no? Wir wechseln. Wenn du noch jemanden grüßen möchtest, sehr gerne, ja. Vielleicht guckt der ein oder andere zu. Ja. So. Meine Eltern schauen mich jetzt gerade nicht an, also deswegen. Keine Grüße an den Eltern. Plastikcoat vom Kunststoff, nicht lackiert, entfernen zwecks Neubeschichtung. Gibt es da einen Trick? Kunststoff, das ist halt naturbelassene Kunststoffe, das ist ein bisschen schwieriger. Du kannst es ja nicht polieren oder etc. Du kannst es halt nur mit Chemie halt dann reinigen, stark. Entweder je nachdem. Muss man dann alkalisch oder Säure nehmen zum Beispiel. Klar, bei den Kunststoffen, viele sagen, er kennt es ja von Salzsäure oder Flusssäure zum Beispiel, dass der Kunststoff gleich nass wird oder weiß wird. Beim Surface gibt es ja den Acidic. Natürlich ist ja, muss man halt ausprobieren und nicht einfach, ja, Alex hat gesagt, einfach ran. Ja, ja, Klassiker, ja. Ja. Aber dann muss man nur mit Chemie so gesehen dann vorarbeiten, das hier ein bisschen aufrauen und erst dann kann man das ja so gesehen wieder neu beschichten. Ja, also das oberflächliche Material abtragen. Quasi. Genau, du musst ja die Oberfläche dann ja quasi dann anrauen, dass du es ja wieder beschichten kannst, damit es ja irgendwie Haftung gibt. Ja, ja. Perfekt. Letzte Frage. Mindesttemperatur für Keramikversiegelung und gibt es maximal Luftfeuchtigkeit für Beschichtungen? Also jetzt, ne? Also wo wird es, welches zeigt, welche Temperatur und welche? Also unter 10 Grad zum Beispiel würde ich das ja nicht machen. Mhm. Und Temperatur ist das ja nicht wirklich so entscheidend. Natürlich bei 0 Grad würdest du selber nicht das machen wollen, auch hier bei 10 Grad, weil das Metall ist ja einfach frisch. Zu kalt, deine Hände werden dir und so weiter. Bei 40 Grad geht es hier auch hier noch, wenn es zum Beispiel hier 40 Grad warm ist. Aber wenn es 40 Grad warm ist, dann hast du auch hier hohe Luftfeuchtigkeit meistens hier. Sehr, sehr oft. Dann musst du halt hier kleine Flächen arbeiten und halt schneller arbeiten. Ja. Aber es funktioniert. Die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel. Bei 80 musst du halt hier Motorhaube, würde ich damals dann nicht, niemals in einem Zug einziehen. Dann würde ich entweder eine Hälfte machen oder auch hier dritteln. Bei 20, so 30, 40, da kannst du die ganze Motorhaube auf einmal auftreiben zum Beispiel. Das funktioniert. Haben wir ja gesehen, frei. Also du hast ja hier auch optimal zum Beschichten, 25% Luftfeuchtigkeit, das ist tipptopp. Je weniger Luftfeuchtigkeit, desto länger kannst du ja natürlich stehen. Natürlich, wenn es aber zu wenig Luftfeuchtigkeit ist, dann reagiert das auch hier viel langsamer. Dann musst du auch hier viel langsamer, viel länger dann stehen lassen, das Material. Und dadurch musst du auch hier, dann bist du automatisch langsamer. Mhm. Also wenn es zu wenig ist, auch nicht so gut. Also optimal ist ja so 30 bis 40. Kannst du dann ja schnell arbeiten und ist optimal. Perfekt.
Super. Nee, dann sage ich vielen Dank. Also schön, dass es auch geklappt hat, dass du dich natürlich auch im Livestream jetzt vor die Kamera gestellt hast. Wolltest es nicht glauben. War gar nicht so schlimm, wie ich mir das hier gedacht habe. Und vor allem die Zeit rennt, wenn man sich die amüsiert. Die Zeit rennt, ist ja furchtbar. Das ist krass. Wahnsinn. Ne? Nee, vielen Dank. Schön, dass ihr alle zugesehen habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich denke, er hat er mega gemacht. Chapeau. Ja. Genau, und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wenn ihr noch irgendwie nachträglich Fragen haben solltet, schreibt das in die Kommentarfunktion. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse an einem Fachseminar habt, das bis Sonntag gilt das Angebot noch. Und generell, der Alex postet jetzt auch nochmal das Angebot. Solltet ihr auch wahrnehmen, ist ein sehr schönes Angebot. Und in dem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch allen einen schönen Abend. Schönen Abend. Und, ja. Und auch nochmal, wie gesagt, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke, dass ihr eingeladen habt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.